Das ist der Inhalt. Hier sind Irgendwie? Silbergäste, die mich entdeckt. Komm, mach spielen. Jetzt! Holz ist da, die sind eh noch gesund. Oh, Flobby! Oh mein Gott! Ein Hit! Geil! Ein Hit für 38 Elixier! Well played! Well played! Weißt du, das schneide ich auf YouTube in den Teaser, du Noob! Ja, das kann durchaus sein. Warte. Def das. Oh, Junge. Oh, jetzt Maul. Irgendwie schon, ne? Ja, wobei, du hast keine Nachtex und. Alter! Oh mein Gott. Moin Leute, Trimax hier. Die Modern Royal Challenge ist da und es gibt ja hier die integrierte Random Deck Generator Funktion. Die werden wir nutzen. Mit dabei als Gast sind Bixbin und Flobby. Hallo. Wir werden uns heute. Stark. Wir werden uns heute wieder mal duellieren, wer mehr Siege schafft. Also ich muss sagen, mit der Funktion ist das schon richtig entspannt und nicht immer wieder irgendwelche anderen Seiten und dann nachbauen. Aber wir müssen halt alle das gleiche Deck spielen, ne? Das heißt, ich generiere, ihr baut nach. Wie machen wir die Reihenfolge? Also der Gewinner kriegt eine Legendary Kings Chest. Ja, wir machen Schere, Stein, Papier in diesem Chat hier. Okay, 3, 2, 1, go. Oh! Das ist zweimal eine Schere und Flobby mit einem Papier. User disconnected from your channel. Der gute alte Disconnect. Stark, Flobby, wirklich. Gut, dann müssen wir jetzt noch machen. Okay, 3, 2, 1, go. RIP an dich, Alter. Okay. Outminded. Wo willst du hin? Ich würde gerne an die Position 2. Dann gehe ich auf die Position Nummer 3. Oh, viel Spaß, Flobby. Flobby? Schön. Also hat bis jetzt überhaupt... Das tut echt so weh. Hat bisher überhaupt irgendjemand auf erster Stelle gewonnen? Ich weiß es nicht. Ich also, glaube auch noch nicht. Ich habe das letzte Mal auf erster Stelle 3-0 gespielt. 0-3 gespielt oder so, glaube ich. Oder 1-3. Also, die erste Stelle verliert immer. Das die erste ist, Stelle verliert immer, so. Leute. Das ist so, man kriegt ein random Deck. Man muss erstmal rausfinden, wie es funktioniert. Als letzter Platz kann man sich schon bei zwei Leuten das reinziehen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und kann dann mit dem Deck deutlich besser arbeiten. Man kennt es auch schon viel besser. Okay, ich würde sagen, ich generiere das erste Deck. Und ihr kopiert euch das dann. Mann, nee, ich bin erster. Und tilt. Okay, dann generiert das erste Deck in 3, 2, 1, go. Ich sag, wir haben die Elite-Überwand drin. Ich finde es ist schlecht. Überhaupt nicht die Daumen. Ist das okay? Ja, passt halt. Es hat nur wieder der Erste gewonnen. Gut. Was macht der Gegner denn da? Der beginnt schon wieder hier mit einem 1000 Elixier-Push. Nee, mir fehlt noch eine Karte. Ja, kriegst du gleich hin. Aha. Wie ihr unschwer hören könnt, ich und Bixbin sind krank. Bixbin ist im Stimmbruch. Ich habe nur normales Fieber und 16 Stunden gepennt. Leute, die Seppis, Alter, das ist OP, das Deck. Wie findet ihr jetzt eigentlich so insgesamt die Seppis? Echt richtig scheiße. Die echt? Sind so schlecht. Die sind richtig schlecht, Mann. Das ist die schlechteste Karte, die ich gesehen habe. Doch, übel. Alter, habt ihr diesen Heal-Zauber bitte mal gesehen? Habt ihr den geahnt? Hier geht ja doch kein Feuerball. Mit einem Feuerball wäre alles tot. Jo, der geile Miner. Gute Gegenoffensive. Stark! Habt ihr den gerade geahnt? So muss das sein. Du fängst schon an wie Max. Ja, genau. Habt ihr den geahnt? Alter, was ist denn das für ein Gegner? Ja, der ist ein nicer Gegner. AFK Family. Der checkt halt nichts. Gar nichts. Der heißt einfach schon AFK Family. Was erwartest du da? AFK Family? Wieso nennt man sich so? Keine Ahnung. Eigentlich nicht so witzig, aber. Ah ja, aber die Frage im Chat, mach mal mehr mit Niklas. Hatte ich vor, ich habe ihn extra gefragt, ich hätte heute eigentlich einen Mittagsstream rausgehauen. Da hätte dann Flobby keine Zeit. Bochum wäre auch dabei gewesen. Ich hätte heute Abend eigentlich ein Familienessen, das ist aber ausgefallen, deswegen gibt es jetzt doch einen Abendstream. Aber klar, die habe ich voll auf dem Schirm. Und traurig, dass ich einen Turm verloren habe gegen diesen Gegner. Das war voll nur meiner rübergesetzt. Ja. Was geht denn? Ja gut, ist halt GG, aber... Hier scheint mal ein falsches Deck, oh. Falsches Deck, oh, diese Pranks hier, Alter. Das sieht richtig aus, das Deck. Ich erinnere mich an jede einzelne Karte. Ey, was macht der denn? Der Heilzauber ist es, der ist es. Alter, glaube ich, die Princess. Ja. Um einer wärst du noch das Secret Ball. Das war irgendwie very pro, muss ich sagen. Ob ihr es glaubt oder nicht, Alter. Ich hab gewonnen, ja. Bix, bitte zeig mal bitte das Deck, ich muss es kontrollieren. Alter, das ist doch gefühlt kopieren. Oh, ich muss so niesen die ganze schicken. Zeit, Mann. Was ist das denn? Machen wir weiter. Mhm. Kämpfen.
Das wird ein Kampf. Was ist das Wort? Einer hat es richtig ernst genommen. Lol, hoffentlich ist er nicht krank. Das wäre echt schade. Nice. Nicer Kommentar. Big Spatz sich vollgestopft mit Anabolika, darum ist seine Stimme so. Nice. So stark. Ja, das ist gut gemacht, Big Spin. Stark. So sieht's aus, ja. Das ist genau mein Ding. Oh, es geht los. Oh, jetzt bin ich gespannt. Bro, Flori, wir haben wieder 10 Sekunden zu spät alles verstanden. Und die kriegst du so einen richtigen Tryhard. Flori. Flori. Der Inferno Dragon ist echt nice gegen den. Ja, wollte ich auch sagen, weil der bleibt auf Abstand. Ja, der hat so eine gewisse Range, wo man halt, wo der nicht wirklich viel Schaden hat. Alter, drei Hits von den Seppis killen die. Die sind so schlecht. Und du fragst noch, sind die wirklich so schlecht? Nein, das ist der Stun-Effekt, der so geil ist. Die können Dauer-Stun, die können Target umsetzen. Der Stun-Effekt, ey. Ich glaube, die. Ey, mach die Dinger schneller, mach die Dinger schneller, die sind Meter. Punkt. Die sind schneller. Schneller. Schneller, dann werden sie overpowered. Dann werden sie overpowered. Ja, klar, wenn du mehr Schaden machst. Du kannst sie nicht so balancen. Ach komm. Kannst du nicht so, kannst du kriegen. Vielleicht mehr Schaden. Oh, was hat der Gegner dabei? Ein Hunter, ne? Oh lol. Der Poison kam aber ein bisschen spät irgendwie. Ibim ist ein nicer Poison. Oh, der Poison war aber auch ganz schön ungeil. Aber vielleicht für die Gegenoffensive nice. Ja, wahrscheinlich für die nice. Glaube ich auch, dass die nice wird. Oh, kann er die One-Shot? Oh, richtig, Alter. Nice. Alter. Nice Gegenoffensive vom Gegner. Alter. Junge, Kann die, aber nice. Oh, die Kanonkarre überlebt auch noch. Turm ist down. Turm ist down. Und er setzt sie auf Abstand. Er setzt sie auf Abstand. Nein, nein. Oh. Er hat die Hand da reingesetzt, wenn der Turm. Oh mein Gott. Bixel, was sagst du dazu? Jetzt mal ohne Witz. Ja. Das, Alter, die sind halt, einfach. Das war noch. Jetzt sind die Seppis sogar mal gar nicht so schlecht. Ja, ausnahmsweise mal, aber ganz ausnahmsweise. Einen Hunter auf Inferno. Eine Darth Vader Maske auf, ja. Alter, ein Spark. Was ist denn auch das? Nice. Also jetzt mal ohne Witz, wer spielt hier die Random Deck Challenge? Sein Deck ist schlechter. Zu Gast sind Flobby und Darth Vader, ja moin. Primax, bitte. Das darfst du nicht sagen. Der Gegner macht das gut. Das darf ich ganz doll sagen. Mach was Gutes bitte, jawohl. Gut aus. Ja, ich würde sagen, wir sind hier almost. Oh, wisst ihr, was ich hab? Na? Ich hab ja die Seppis. Alter. Aber ja? Ja, jetzt zu spät, schon klar. Aus welchem. Alter, Seppis sind ja richtig broken. Aus welchem Zusammenhang schreibt jetzt jemand in den Chat, ist Big Spin Vater geworden? Was oh. Nice. Wo ist jetzt hier der Zusammenhang? Er hat eine andere Stimme und deswegen ist er Vater, oder wie? Das ja, macht richtig. Sinn. Richtig, well played. Wie Kinder sind's? Big Spin, wie heißt Chi. Chi Chi. Oh, Alter, das kann nicht sein. Chi und Chi? Wie? Chi und Chi, genau, ich hab Zwillinge. Gibt Ding und Yang, gibt auch Chi Chi. The fuck, jetzt habt ihr beide gewonnen. Das ist jetzt sogar nicht so geil. Max, ich mach ein Game. Jetzt richtig easy. Jetzt war richtig easy. Komm, ihr habt jetzt alle Free Wins mit euren Gegnern und ich will jetzt hier den heftigsten Free Win. Einer aus der AFK-Family. Ja, er heißt schon Pro wieder, oh Gott. Wegen Darth Vader, ja, logisch, macht Sinn. Ja, jetzt kommt der Joke. Ja. Der kommt aber ganz spät an. Ja, bei dir doch auch, oder was? Ja, ich habe ihn bis jetzt nicht gecheckt. Alter, Very Pro. Alter, du spielst gegen die Vorstufe von Very Pro. Das ist wie ein Pokémon, es gibt Very Pro. Und ab Level, keine Ahnung, entwickelt er sich dann. Und dann hast du Very Pro. Ah, die Schlussfolgerung, die ist natürlich sehr sinnvoll. Er schreibt... Ja, natürlich, achso. Stimmbruch gleich geschlechtsreif gleich Vater. Ist logisch, ne? Oh, das stimmt. Ja. Deswegen, legit. Das macht alles Sinn. Oh, das Megaman ist ein bisschen heftig, oder? Bixbin, du hast da was am Ohr. Bixbin, du hast da was am Ohr. Ey, ohne Witz, ich weiß nicht, was das bedeutet. Alter. Das hast du heute das erklärt, aber ich hab's nicht mitbekommen. Kann ich euch irgendwann mal erklären? Irgendwann mal, gut. Scheinbar ist das Deck falsch. Wieso hab ich das Deck auch falsch? Ihr habt das falsche Deck, Leute. Primix. Mach die Decks und er soll das falsche Deck haben. Max Deck einblenden. Wie soll ich denn jetzt fucking das Deck einblenden? Big Spin im Spinbuch, nice. Oh. Ah, ich meine, manche glauben das halt jetzt wirklich, ne? Ja, ne, manche. Ja, gut, aber. Das sind dann auch die Leute, die. Hey Flobby, ich weiß, du. Hi Flobby, ich weiß, ich ihn gerettet hab. Lesen. Ja, ich hab's gelesen. Alter, Flobby, du kannst nicht auf sowas eingehen. Gib dem Affen doch keinen Zucker, Junge. Oh! Oh. Ja, aber wenn er schreibt, ich weiß, du wirst es lesen, dann hat er ja recht. Also, er weiß es ja, weißt du?
Solche Leute haben immer recht. Oh mein Gott, der Elektromagier. Ach, das ist ups. Ich weiß, du wirst es lesen und dann sagst du nein. Hahaha. Ich habe gerade im Stream gesehen, dass vor 30 Sekunden der Elektromagier gestorben ist. Flobby kommentiert Kommentare. Ach, Flobby. Warum ist Big Spin jetzt in der Pubarte? Er ist doch schon gefühlte 50. Also ich muss ohne Witz sagen, ich komme immer wieder nicht drauf klar. Little Spin, oh mein Gott. Wie jung Big Spin ist. 19. WTF. Oder? Jetzt mal an die Zuschauer. Von der Stimme oder wie? Nee, insgesamt einfach. Ja, nice, von der Stimme. Vom Spielstil her. Ja, oh mein wie. Gott, das wäre der Zug des... Junge, der jedes Mal vom Spiel bist du nicht mehr geboren. Ja. Ach komm. Alter. Halt inne. Das war hart. Alter, leg dich mal nicht. Ja, Junge, als ich den Heels mir gesehen habe, in dem Moment, da hat der leider gepasst, der Kommentar. Alter. Der Kommentar ist schon hart. Oh, der nervt doch. Der ist doch einfach nerven, was er hier macht. Das... Der wird nicht gewinnen, aber er nervt einfach. Oh ne, komm, lass mir die Räder noch. Ja? Ach, okay. Naja, na, also so. Naja, also so komme ich hier auch nicht. Erfolgreich war das jetzt aber. Komm, die Seppis noch ihn töten? Komm schon, komm. Oh Gott. Lauf die Mega, hast du da eigentlich Bock oder? Nicht so. Ja, okay. Ist da ein Angebot? Ich denke mal, zum neuen Jahr wird ein Angebot kommen. Aber ich glaub, ja, das kann jetzt sein, stimmt. Ich glaube nicht, dass Punkt Silvester jetzt neues ein Angebot kommen wird. Nee, wenn überhaupt ein neuer. Alter, kannst du jetzt mal bitte finishen hier? Max? Alter, das ist schwieriger, als du es denkst. Das ist so ein Krampf. Krampf. Krampf, Mann, Krampf. Alter. So, jetzt komm mal ran hier. Ja, hol Rage doch, Alter. Du nervst. Fahr nach Hause. Lass mich jetzt den Sieg hier holen gegen. So, wir haben alle gewonnen. Ja. Einfach zu stark. Gut. Zeit fürs nächste Deck. Wir generieren ein neues in 3, 2, 1, go. Ja, das ist ein Deck, mit dem ich sehr bewandert bin. Da bin ich, das ist ohne Witz. Tornado, Friedhof, Klon, das ist meins. It's mein Deck. Oh mein Gott, it's Tornado, nice. Tornado, Friedhof war noch nice, aber dann Klon. Alter, ein Klon. Max, hallo. Also ich muss ja sagen, ich sehe die Synergy zwischen Tornado, Friedhof und Klon. Ich muss hier ganz einmal den Furz-Impo ganz kurz mal hier zitieren. Flobby, halt einfach deine Fresse und beleidige nicht Big Spin, das geht echt zu weit. What? Alter. Ja, es tut mir leid, ich höre auf. Flobby. Ich hab gar nichts mitbekommen tatsächlich. Okay, gut. Ich auch nicht. Ja, dann Flobby, gönn dir mal ein Game. Ja, das ist doch genau Big Spins Friedhof Deck. Mhm, ja, absolut genau. Da hab ich gerade gepusht. Da bin ich ja gerade Platz 100. Das war ich, Friedhof Klon, das ist OP. Das funktioniert ja gar nicht, die kommen ja nach und nach. Irgendwie. FKK, Flobby kommentiert Kommentare. könnt ihr mir dieses Holz erklären? Ja. Das ist. Okay, nee. Warte, hat drei Whiskey AIDS, ja, das kann durchaus sein. Warte. Alter, Flobby. Oh, Mann, der Gegner. Oh, noch ein Slow. Das war irgendwie. Nee, komm, Scheiße. Nee. Ich halte rein oder hast du einen Turm? Nice. Ja, jetzt sehen wir müssen wie. Weißt du wie? Drei Musketiere, Eisgolem, Klon. Das ist ein Push. Und jetzt kommt der nächste Turm. Ah, Alter, du bist ein richtiger Gott. Tactics, Mann. Junge. Das ist echt traurig. Das sehen, du hast was gelernt, das sind drei Games, die ich über Friedhof damals zugeschaut habe. Oh, nee, Alter, der Typ. Ja, genau, deswegen kann ich Friedhof, weil du mir damals die... Damals war ich High-Level-Skiller, Alter, mit Friedhof, das war... Damals warst du schon was ist das denn jetzt hier? Jetzt kriegst du, glaube ich, schon wieder die Free Wins. Wie machst du denn das? Big Spin geht's Game. Richtig genervt. Big Spin geht's Game. Ja, natürlich. Ja. Das hier also, er weiß schon genau, dass es einfach nur eine Frage der Zeit ist, bis ich hier gewinne. Der Sieg steht eh schon fest, deswegen ist er so genervt. Nein. Aber sowas von. Ich muss jetzt hier mal wieder eine Challenge gewinnen. Und das ist meine, weil das ist eine Modern Challenge.
Grasas y Aceite. Die Modern Challenge. Bist du so modern oder? Ich bin sowas von modern, Alter. Ich wünsche dir. Es ist schlimm, wenn man eine ganze Flasche Spüli trinkt. Nice. Nee, 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 das ist nicht das geht schlimm. Noch. Also, gibt Schlimmeres, ne? Ja. Gute diese, gib dir diesen Push. Matthäus würde euch zeigen, wo es lang geht. Ja, würde er. Matthäus. Definitiv. Nein! Oh oh. Abgelehnt. Oh, wie so ein Poison dabei, ne? Easy. Wie war der Poison? Ein Tick weit unten, oder? Ja. Mega, mega. Drei Hits, ja. Ja. Oh. Oh, oh, oh. Das ist schon wieder übertreiben. Der Typ ist schon wieder einer, der ein richtiges Deck spielt, ne? Kanonenkarre, Mega Mini macht bisher alles Sinn. Wahrscheinlich auch noch ein Eismagier dabei. Wahrscheinlich hat der Typ auch noch ein Eismagier dabei. Xbits Stimme ist so tief wie das Skill-Level von Jeff Strobel. Ohne Witz, war deine Stimme, Alter. Das ist echt heftig. Ja, ich weiß nicht. Ja, lass das so. Lass die Stimme da rausnehmen. Ja, alles gut dann. Lass das so. Sounds like a plan. Der hat aber einige Karten gegen die drei Musketiere. Korrekt. Aber was bringen die Karten, wenn man den Skill nicht hat? Ja. Sagte Max mit deinem Royal Coast Level 5. Oh nein. Okay, Hut ab, den muss ich dir lassen. Den muss ich dir lassen, ja, okay. Alter, alle Fire Spirits connecten. Was macht denn der Gegner? Der hat doch schon Poison. Warum benutzt er den denn nicht? Nee, lieber die Kanonenkarre. Ja, hat man gesehen. Hat er überhaupt keinen Schaden gemacht. Jetzt kommt Big Spins defensiver Poison und alles ist gelutscht. Alles ist gelutscht. Aua. Was macht er? Was macht mein Baller da eigentlich da? Der tappelt da rum. Weiß man schon, wann Chef wieder in Deutschland ist? Boah, hoffentlich nie, ey. Oh. Ich weiß es nicht. Nee, Spaß. Er wird irgendwann wieder da sein. Irgendwann. Stark, stark. War wie die Auskunft. Legendär. Ja, so wie Max Tipps. Passt so, wie wenn ich bei der Telekom anrufe. Schalten Das Gerät ein und wieder aus. Alter. Er kann mit dem Push jetzt noch... Nee. Was kann der? Nein, kann nix, Max. Nein, nix. Er müsste alles freezen und noch eine Rakete irgendwo herholen. Warum hast du ein D7 Poison gespielt? Ich hab's auch gecheckt. Ich dachte irgendwie. Ja, wir machen. Muss jetzt einmal, jetzt muss er richtig mal. Seine Time to Shine ist es jetzt. Oh Mann, nee, Jetzt spielt er nicht mal so gut, Big Spin. Seine Time to Shine, well played. Osh, ja, toll. Ja, wir stehen beide 2-0. Ich würde sagen, das wird ein 6-0er für alle. Also wenn du echt dadurch gewinnst, das wäre echt lächerlich. Also ich muss sagen, als Dritter ist natürlich geil, aber wenn ihr die ganze Zeit gewinnt, macht das als Dritter keinen Spaß. Ja, hast recht. Das kenne ich. Weil ihr gewinnt ja nicht. Was soll ich machen, Alter? Wieso muss ich wieder gegen Lavahund ran? Warte, was haben wir nochmal? Drei Musketiere haben wir. Oh ja, das stimmt. Feuergeister. Tornado. Ja, ein paar Sachen hat man ja. Aber Alter, da war Loon, hast du eigentlich Bock drauf, oder? Ah ne, Ballon gibt's ja gar nicht. Aua. Max, ich hab das Gefühl, du verlierst. Die letzte Karte waren die drei Musketiere, die allerletzte! Du hast doch gut gekitet mit dem Eisgut, denn da muss ich dir auch nochmal lassen. Ja. Die letzte Karte war's, wenn jetzt mein Turm fällt. Ja, natürlich fällt der Karte. Turm. Warum denn die letzte? Alter, nice drei Muskis. Aber der Gegner fällt komplett mit dem Inferno Dragon. Ja, der Gegner spielt einen schlechten Inferno Dragon. Ja, wobei so. Der ist geraged. Gott, der ist geraged. Der ist geraged. Max, du hast zwei Türme bei mir. Alter! Nur weil die Musketiere die allerletzte! 8 von 8! Das kann man reporten, Mann. Das Ding ist, du tryhardest gerade einen Turm zu holen. Das Problem ist, wenn du ihn holst, das bringt dir nichts. Trotzdem hin. Oh, ist das abartig. Aua. Wer denkt sich sowas aus? Das ist eigentlich Doppel-Elixier, ne? Doch, das ist doch Doppel, oder? Warum soll das Doppel-Elixier sein? Nein, das ist nicht Doppel-Flowing. Nicht? Nein, guck doch mal auf die Elixierleiste unten. Das kommt alles so schnell vor, wieso kommt denn so schnell?
Also was sagst du denn dazu? Oh mein Gott, ich hasse ihn über alles. Ich hasse ihn so und die drei Musketiere sind wieder nicht ready. Stell dir mal vor, der Holzfäller läuft jetzt gerade noch so rein, dass die Barbaren geraged sind. Was sagt man dazu? Bowler down. Klasse. Jetzt musst du dir noch vorstellen, dass du gerade die zwei Musketiere auf der Seite hast, wo er gleich einen Mega-Ritter bringen wird. Ja. Und du bist doch bitte noch ein Bowler und ein Eisgolem und noch irgendwas jetzt reinspielen. Oh, was macht er denn? Was macht er? Hilfe. Na, da ist er. Hat dich gejukt. Du hast jetzt ein fettes Problem. Ein fettes, schwarzes, rüstungsbehaftetes Problem. Alter, der hat sogar die fucking Fledermäuse dagegen. Das ist so lächerlich. Der greift doch nicht an! Der greift den... Was? Wie kann man so eine Kurve rennen? Oh Mann! Mann! Oh, das ist so schlimm! Ohne Witz! Wenn die Musketiere nicht an achter Stelle gekommen wären, hätte ich das gewonnen. So ein teures Deck und dann die letzte Karte. Willst du es noch ein bisschen stärker betonen? Nee. Wie schlimm ist es? Neues Deck! So rigged das Matchmaking, da kam ich nicht drauf klar. Neues Deck in 3, 2, 1, go. Okay. Einfach nur okay. Ja. Also. Naja, geht so. Naja, geht so, ne? Also. Wow. Alter, nein. Das habe ich jetzt nicht gelesen. So ein schlechter Joke, Alter. Ich glaube, ich Big Spinne. Oh Gott. Alter, holy shit. Ey, was sagt ihr zu meinem Start? Alter. So ein Mega-Ritter Henkerdings. Wie fühlt sich Big Spinne? Alles gut? Alter, so schlecht. Ich hoffe, das habe ich jetzt nicht gehört. Ich dachte, da knüpfe ich gleich mal mit an. Der Gegner hat unfassbar geile Skills darin, alles in den Henker zu setzen. Yo, Eisgolem noch dazu! Also er setzt wirklich alles. Aber irgendwie hat er es geschafft. Ja, oh, auch nicht ganz so verkehrt. Dad Goblin. Oh, Ripperino und Pepperoni, ist was los? Ich hab überlegt, soll ich den heilen? Schaut das einer. Hahaha, ich checke es. Ich sag, 90% der Zuschauer haben es nicht gecheckt. Aua. Und bitte spiel einfach nochmal alles in meinen Henker, bitte. Danke. Oh mein Gott, das Game fuckt mich noch so ab von eben. Ich gar nicht. Was für ein Holz? Gut, macht er das. Connect ist da. Jo, der haut noch gut drauf. Oh nein. Das war richtig schlecht. Meine Güte, Flobby, wo kriegst du solche Gegner her? Auch das ist echt so, Mann. Voll vorm Schwarzmarkt hätte ich den mitgenommen. Ja. Das ist wirklich krank oder hat ein neues Mikro? Ich habe ein neues Mikro. Habe aufgerüstet. Ja, was macht der Gegner? Mann, deine Gegner sind so... Alternativ! Alternativ? Das kann nicht sein, Mann. Die Schnupfengang und Flobby. So, jetzt mal Ramburg-Friedhof. Das gut wäre. Geiles Holz. Eine Dreiviertelstunde zu spät. Irgendwie nicht so ganz geklappt, glaube ich, was auf Ort. Oh mein Gott, vor allem das Holz, er kann rechts alles treffen. Dart Goblin Double Princess, was macht er? Ach nein. Oh Gott, es ist der Schiss. Es ist wieder mal ein Schiss. Ach nein. Hab Gnade, was ist das? Oh mein Gott, Flobby. Vor allem das Problem ist mit dir, Flobby. Ja? Du hast die letzten 5 Challenges nur so welche Gegner bekommen. Ne? Also wirklich? Ja. Ja. Ab und zu ist das natürlich witzig. Glück kann man das nennen. Pech für uns. Aber also wirklich, seit 40 Games hintereinander sind das deine Gegner. Elisa. Ja, ja, der letzte Gegner war AFK und die anderen beiden Games heute waren Free Wins. Also, ja. Ich würde sagen, ich knüpfe jetzt an die Bilanz an und snipe jetzt Max hier den schlechten Gegner. Also, ich will nicht letzter werden, okay? Das ist schon. Bis für heute, Fischer und Max. So, Big Spin, time to die. Ja, meine Stimme hat das ernst genommen. Leute. Lol, ich dachte gerade, das wäre einfach nur ein Witz von Max und dabei heißt der Gegner wirklich so. Oh, Flori, schade. Tut doch schon wieder nur weh. Es ist einfach Skill-Based Matchmaking.
schreibt hier jemand. Yes. Da könnte es liegen. Genau, deswegen kriege ich die krassen Gegner und Floppy die super schwach. Hast recht. Ja, das war schon stark recherchiert, Alter. Ja, moin. Hey, nein, oh, du hast kein Poison Spell darauf. Der Name gefällt mir. Time to Die ist schon. Ja, Junge, warum kann er das denn? Hallo. Ja, das ist gut. Der ist Time to Die, der ist sicher. Der kann kiten. Das, kann, ja, das ist schon mal eine Sache, was ich nicht kann. Aber der kite war absolut schlecht. Der hat auch immer noch fast Full AP. Ja, das ist richtig. Aber immerhin hat er uns gezogen. Oh, er wollte nochmal kiten. Das ist aber normalerweise kein Eisgolem. Das war kein Eisgolem. Okay, das hat er doch nicht drauf. Das hat er bestimmt immer so aus Versehen meinem Freund mal zugeguckt. Ja. Und dann hat er das versucht, mit dem Dark Prince auch nachzumachen. Das hat nicht funktioniert. Der hat so einen Feldgenerator. Auf welches Feld setze ich meinen nächsten ein? Da kam zufällig das raus. Und er lacht. Der wird wieder Miner spielen, sag ich ja. Badumts, tschüss. Alter! Der Hunter kann die Prinzessin wirklich protecten. Prinzessin. Yes, he can, aber dann stirbt alles von der Poison Spell. RIP. Time to die. Predict jetzt ein Eisgolem. Die Regel in der Random Deck Challenge. Floppy bekommt die Free Wins, Bixman die Tryharder und Max lackt sich irgendwie durch. Ja. Wie findest du das, Bixman? Da gibt dir dieses Mega-Minion hier. Easy. Alter, der Hunter trifft da nicht richtig, lol. Da sind wir dabei. Was? So viel Damage noch von so einem dummen Kobold? Also, der Gegner kann. Eine Sache kann der Gegner gut, das sind Smileys. Bam. Ja. Das ist eine. Nein, Bro, ich hab einen Henker, ich hab einen Hunter, ich hab einen Mega-Minion. Eine Prinzessin, einen Dart Goblin und die Spear Goblins. Alter, du hast, Junge, ja, du hast alle, du hast alle Karten in der Modern Royal Challenge gegen Luft, die es gibt. Hab ich tatsächlich. Alle Karten gegen Luft hast du dabei. Na, fast alle. Wir wollen ja jetzt auch nicht übertreiben. Doch. Aber du hast auch den Elektromagier und den Inferno Dragon. Den hab ich was? Da war. Gib dir, Alter, hast du das gesehen? Es ist ein Albtraum, Mann. Das ist so gut. Das ist schrecklich. Die Princess Protection erster Güte. Macht er gut? Ja, der Heal Spell war der letzte. Naja, was ab. Naja, zack. Ja, aber was will er denn machen? Ja. Sag ihm mal bitte, was er machen will. Ich glaub halt an ihn. Du glaubst an ihn. Floppy, der macht das noch, oder? Ach, der Lava ist schon tot. Doch nicht. Doch nicht. Oh mein Gott, alles läuft da rein. Natürlich macht er das noch. Was ist denn da los? Du konntest ihn ja gefühlt. Ja, das natürlich ist richtig. Wir kriegen hier übel gute Decks. Ja, was ist denn das? Und was ist da bei mir eben? Ein Albtraum. Modern Challenge. Ja, moin. Spring doch, Mann. Junge, der läuft jetzt auf einem Messer. Ich glaub, egal welche Karten wir heute kriegen, alle Decks sind gut. Weil die neuen Karten einfach stark sind, ne? Hat er eigentlich Bock, die Princess zu deffen? Oder nicht? Oh, der Gegner ist so ein Schiss. Hatte ich mich jetzt nur gefragt. Welche Seite fällt zuerst? Oh mein Gott. Oh mein Gott, GG. Max, ich werde nichts sagen, ne? Aber wenn du jetzt verlierst. Jetzt sprechen wir die guten alten Zeiten, als Max noch die Free Wins bekam. Ja, der Noob muss die Free Wins bekommen, nicht die Pros. Warte mal kurz, hat Trimix Schere, Stein, Papier nicht gewonnen? Nee. Alter, was? Das war wahrscheinlich schon Omen dafür. Hast du ihn outminded, Mixwin? Oh mein Gott. Was hast du gesagt? Outminded. Den habe ich auch minded. Ja, Milch bei Schere, Stein, Papier, Floppy. Ach so, ja, habe ich. Ganz woanders, der Typ. Er lebt Schere in der Vergangenheit. Ja, ja. Guck, Chicken aus Battle Kiwi. Okay, krieg ich hin. Wie heißt der Typ? Ich hab echt Hunger auf Chicken und auf, Kiwi, ne? Auf Kampf, auf die Kampf-Kiwi. Ja. Das ist ein bisschen auf K, das ist ein bisschen geil. Vielleicht kommt der. Oh mein Gott, nice, er hat ein Holz dabei. Holz ist schon mal nervig. Das ist schon mal gut. Da hat Goblin auch noch. Was hat er noch? Deftas. Oh, Junge. Oh, halt's Maul. Ich dachte, das Mega-Minion kann noch. Oh, das ist aber auch scheiße. Da will ich hier die Plays des Todes machen. Oh. Du schaffst nicht. Bixman weint hier im Hintergrund. Vor Freude. Oh, das ist doch scheiße. Er weint im Hintergrund. Oh, oh. Aua. Komm. Als ob das gereicht hätte. Holz predict, ja, Hexe ein Hit, ist okay. Mary Pro. Oh, ja, lachen die Leute. Das wäre so. Ja, hätte der Play geklappt, hättet ihr alle. Wäre der Turm down. Und dann lacht keiner mehr.
bin jemand gefragt wegen dem Turnier, wer da gewonnen hat. Hat er gerade ein Holz geworfen? Ja, gestern hat tatsächlich Berin das Turnier gewonnen. Echt? Ja, Mann. Da waren auch alle dabei. Tali war dabei. Das war vorgestern, oder? Oder war das gestern? Vorgestern war das. Vorgestern? Ja, vorgestern. Echt? Ich glaube, es war vorgestern. Okay, was vorgestern? Ja. Ja, vorgestern. Hat Berin gewonnen. Tatsächlich. Okay. Oh, dieses Timing. Komm schon, kill den Dart Goblin, kill den Dart Goblin. Gut. Das ist ja schon witzig, wie das. Oh mein Gott, oh mein Gott. Big Spin klingt wie eine männliche Domina. Mhm. Geil, alles klar. Definitiv. Und Max macht den Schiffstrubel. Ja, das stimmt. Das sehen wir. Ich finde das gerade so gut, ne? Ja, wenn Max wieder fischt. Der Henker kriegt nicht Ei, oh doch, ein Hit geht da raus, aber das ist useless. Und er trifft ja, nicht die Princess. Also wenn Max das verliert, ne? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ist jetzt aber keine Bridge-Stream-Mutation hier, das weiß er schon, oder? Oh mein Gott, der da. Ohne Witz, der spielt so gut die ganze Zeit. Muss er jetzt essen oder was? Ja, so wie du. Oh, da kommt noch ein Jump. Oh nein, Junge. Das Holz, Alter, geil. Oh, der Henker ist auch noch gut. Oh, Gottes Willen, was tust du da, Bro? Oh. Hä? Bleibt. Oh, die Big Spin. Hä? Was ist Floppy, Alter? Princess hat übertrieben gesniped. Das ist gar nicht mal so verkehrt, ne? Aber wenn der Hunter jetzt hier nach einem Schuss... Komm, hier lang. Hier lang, Umleitung. Was ist das für ein Poison Spell, Bro? Das ist doch vom Gegner. Alter, ich weiß nicht, wie du das jetzt noch nicht gewonnen hast. Kann ich mir nicht erklären, wirklich. Max, was machst du da? Wieso kriegt der hier überall Hits raus? Dev das. Da, zu spät. Oh, die. Warum ich dachte, jetzt kommt die. Oh. Junge. So, jetzt müssen wir doch haben. Ja. Nein. Oh, jetzt kommt ein Gift, Mann. Ein Heilzauber. Warum sagst du es ihm? Darauf wäre jetzt wär so oder so gekommen. Hundertprozentig, Alter. Ich setze doch sogar schon Heilzauber an, wenn es gar keinen Sinn macht. Dann setze ich ihn doch wohl auch ein, wenn er Sinn macht. Wunderbar. Habe ich gewonnen. Oh, Klon oder Heilzauber. Das ist nicht gut, wenn wir mit Max spielen. Was ist das denn hier für ein Getryhard? Okay, neues Deck in 3, 2, 1, go! Okay, ich finde, das ist bisher das. Obwohl? Es ist ganz anders. Aber es ist die Frage, ob es jetzt auch ganz scheiße ist. Oh Gott. Also schon irgendwie, oder? Ich finde es nice. Obwohl Lava und Flugmaschine Inferno Drain, ist das ein Luftdeck? Also aber er hat auch noch einen Sparky und eine Kanon Karon Elite Barbaren. Ja, aber was hat der Gegner denn zum Resetten? Keinen Zap, höchstens Elektromagier und Zappies. Wir haben halt den Lava und drin, das ist eigentlich schon Free-Win. Free-Win. Free-Win für Borum-Fan, genau. Okay, ja. Sag, wenn du ins Game gehst. Ja. Morgen bin ich vielleicht fertig. Mal überprüfen hier, wie Big Spin, damit ich hier auch, dass hier alles amtlich überprüft wird, damit ich hier nichts... Das Ganze muss erst einer eingehenden Überprüfung unterzogen werden. Ja, genau. Also sonst kommst du nicht rein. Ich spiele gegen irgendeinen Gegner. Willst du, glaube ich, gegen Neu Ryan, kann das sein? Sanji. Max, lernt mal aktiver auf Snapchat. Ich habe seit 6 Monaten Snapchat nicht geöffnet. Ich habe den Account gar nicht mehr. Aber gut, dass du noch regelmäßig reinschaust, ob ich das bringe. Ja, 4,8 Elixier Durchschnittskosten ist eine ganz schöne Menge. Der Gegner spielt Zappies. Ey, wer war gerade so dumm, hat gesagt, man hat nichts zum Resetten? Ach so, ja gut. Ja, für den Sparky, nicht für den Inferno Dragon. Richtig. Als die Zappies angesprochen wurden. Das wäre nämlich dann schon peinlich gewesen. Ei. Hallo? Das gute Damage? Ja, Flobby? Turm hält dein Leben. Ja, alle ignorieren einfach diesen komischen Lava-Hund. Das war ein komisches Gestühm. Hey, oh, jetzt wissen wir warum. Ja. Hallo. Der hat noch Meter, Goblin Gang oder so. Nein, nicht. Na gut, es geht, es ist okay. Also es ist keine Maßnahme, die man treffen möchte. Oh mein Gott, nice. Wenn jetzt noch Fire Spirit rauskommen aus dem Ofen und alle treffen? Ja, Mann. Ey, der ist nicht Alter! Okay, no joke. Der ist in der Defensive gut. Das war solide! Das war richtig solide, Mann. Der baut sich jetzt zwar irgendein Deck zusammen, was nicht so Sinn macht, aber... So, das funktioniert jetzt. Man muss nur dran glauben. Es funktioniert. Es funktioniert. Wo funktiert das denn? Na doch. Wie kann der Gegner denn so mittellos sein? Jetzt ist es wieder ein Albtraum. Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Tommy.
Der Turm geht down von. Was ist der Kanonenkarre? Das Skelettfass. Skelettfass, Mann. Der hätte alles haben können. Geil, Flobby. Nein, oh mein Gott. Oh, Alter, du bist so geil. Eine Maschine, ne? Das glaube ich gar nicht. Das ist ja krass. Oh mein Gott. Das ist also so schlecht wie der Zug eben war, so schlecht als außer der Defensive. Flobby die Banditen. Fantastisch. Fantastisch. Ja, ich kann ja nicht wissen, dass dann Rings kommt. Hunter. Das war schon obvious. Ja. Ob ihr es glaubt oder nicht. Ich gewinne das. Ich gewinne es noch. Zack, verloren. Oh, ja. Alter, was machst du eigentlich gegen den, gegen die Mini-Sparkies jetzt? Deine größten Feinde, guck mal. Hä? Was? Junge, nein, als ob. Ja, jetzt sind sie dran. Was ist das für ein Tornado? Da gibt dir diesen Flächendamage jetzt. Oh Mann, diese gute Banditen, deine Banditen sind nice. Junge, deine Banditen, ne, die sind die MVPs aus dem ganzen Game. Oh, Brambox auch gut. Aber der entfernt. Ja? Aber ein 300er hat rausbekommen. Okay. Okay, noch. Aua. Oh mein Gott, der Gegner. Aua. Sagt oh, Aua. Die Flugmaschine, Flobby. Ne, Tornado ist weg, Tornado ist weg, Junge. Tornado ist weg. Ach nein, so nicht, Mann. Nee, so, na. Schade. Schade, dass er jetzt ausgerechnet jetzt so schlecht spielen muss. Oh mein Gott, bitte. Nein, klappt Alter, nicht. Klappt nicht, klappt nicht. Oh, Alter! Und jetzt guckt ihr das bitte an. Jetzt kommt wieder so ein. Oh mein Gott, danke. Das war danke, gut. Dass der Gegner es endlich mal gereilt hat. Das war wieder was? Ganz schlecht. Junge, der Mix. Alter, nee. Oh Mann, der ist so schlecht, so schlecht. Ich werd ganz nervös, wenn ich das ansehe. Alter, ich hab so kacke gespielt. Alter, Flobby. Junge. Das ist schon wieder der Klassiker. Kannst du mir das anschauen, Alter? Ah, ich bin schon im Game. Shit. Ey, ist das doch gut, wie du reagiert hast, Mann. Ja, ist gut. Ich wollte aber nochmal überprüfen. Magst du das Nachbarn? Ja, ich hab Nachbarn. Und dann geh ich da runter und zeig dir die Wiederholung von dem Gegner. Dann sag ich, oh, ist okay, dass du schreist. Bei dem Gegner hätte ich auch geschrien. Was das? Oh Mann, was ist das? Das ist was schon das? Mal nicht cool, ja? Sparky mit Pharaoh Dragon und er fängt hier mit Elektromagier an, das ist unlustig. Ich sitze hier völlig im Arsch mit Fieber und Flobby ärgert mich auch noch. So scheiß Gegner, die du da bekommst. Das ist echt das ja. Letzte. Tut mir leid. Alter, und gute diese, Junge. Jetzt wäre ein Elektromagier echt nice. Der hat ihn gerade nicht im Cycle. Der hat ihn gerade leider nicht im Cycle. Ja, das meinst du. Ah, ja, genau. Flobby mal wieder. Dein Tschechisch ist echt stark. Dein Tschechisch. Junge, die Banditin, legit. Jetzt kommt sie an den Turm, die kommt sehr von Turm. Sag ich ja, danke. Oh mein Gott. Oh, das ist wieder. Also, wenn ich gleich verliere, dann. Ich glaube, wir können. Ich glaube. Ja. Es war eine schöne Zeit. Ja. Es war eine schöne Zeit mit euch mit den Challenges, aber. Das war's dann auch, ja. Alter. Selbst was das passiert da, Bixel? Nice. Was da passiert, ja, keine Ahnung. Was soll da passieren? Oh! Die Karre? Ja, es ist mir. War, habe ich aber eigentlich erwartet. Ich hab gesehen, ziemlich ja. Abstoßend. Locker denkt sein Nachbar, der schreit Selina an. Ich hab das auch ganz Junge, gesehen. So schlecht! Ich bin so ein Psychopath, komme ich darüber. Das könnte man richtig falsch verstehen. Oh. Nein! Alter, nee. Spring mal schön auf den Sparky. Hat da jemand geklopft? Ja, spring am besten gar nicht. Nee, ich hab eine Tasse abgestellt. So. Wannabe Sherlock Holmes. Junge. Das, ich hab richtig gefühlt, Mann. Du hast meinen Traum zerstört, Mann. Was macht ihr denn hier, Mann? Ihr spielt einfach so. Scheiße, aber es klappt irgendwie. So der. Das, was ihr macht, hat nichts mit Clash Royale zu tun. Klar, man kann sagen, es ist eine andere Meta, aber das. Das hat mit Fußball nichts zu tun. Ohne Witz, das ist aber echt Schwachsinn, was wir hier machen. Nein. Nein, falsche Richtung, wrong direction. Ja, komm. Oh, der ist mit am Turm. Der ist mit am Turm, Big Spin. Zack. Ja, herzlichen Glückwunsch. Okay. Was hast du da mal für eine Luftkacke da alles zusammen? Ja, warte ab, ja, der kann nichts machen. Der hat nur Poison Spell. Und dann diese Seppis, ja, das habe ich auch gelesen, dass die gut sind. Hol's mal richtig getimed. Not bad, not verkehrt. Oh, was auf dem Boden, kein Mega-Ritter, Hashtag no Mega-Ritter for you today. Okay, kein Mega-Ritter. Oh, hast du einen Zauber? Was hab ich denn? Nee, hab ich denn? Hast du nicht. Komm schon, jetzt noch ein Loose, bitte. Ein Loose noch, bitte. Ja.
Ja, die gehen auch relativ schnell down. Ich bin sehr nervös. Alter, du sagst. Sparky, kein Hit. Alter, kein Bock mehr. Tschüss. Ich will raus. Und? Oh. Ja. Ja. Was hatte ich denn gegen seinen dummen Inferno-Dragon? Oh ja. Mein Gott, ist das. Ich bin gerade so froh, dass ich nicht, doch nicht gestreamt habe, weil ich krank bin. Ich hasse diese Challenge. Ich habe den Stream angemacht und darf mir dieses absolut nice Gameplay hier sehen, wie Big Spin in letzter Sekunde noch voll versagt. Alter, das ist so ein Joke, diese Challenge. Oh, jetzt bin ich gleich wieder fit. Danke. Danke, Big Spin. Ja, Junge. Jetzt gehe ich jetzt nicht so gerne. Jetzt verkackst du natürlich die Show wieder am Arsch. Das ist, ja, keine Ahnung. Das ist hier ein Hoch und Runter mit denen gefühlt. Das wäre so instant Karma des Todes. Aber was hast du da gerade gemacht? Das war ja. Ja, was soll ich denn machen, Alter? Was soll ich denn machen? Ich hab Inferno Dragon keine richtige Rotation. Was soll ich machen? Was soll ich denn machen, Alter? Meine Stimme ist heute 8 Oktaven niedriger. Oh, Junge. Ich weiß nicht, was eine Oktave ist. 8 Ton. 8 Ton. Das reicht. Bro, Flobby spielt Gitarre und du sitzt hier und sagst 8 Ton. 8 Ton, ja. 8 Ton, ja. Oh Gott. Alter, der hat den Holzfäller mitgetroffen. Ja. Ich spiele übrigens keine Gitarre mehr. Klavier machst du jetzt, ne? Ja, genau, ja. Nee, ich habe mal Gitarre jetzt. Ja, gut, aber. Hab ich dann aufgehört, weil. Oh, Sparky. Oh, Sparky! Oh mein Gott. Sparky. Wer hat denn da keinen Hit mehr rausbekommen? Venezuela City, nice. England ist mein City. Alter, ich hoffe, sein Handy wird geklaut mitten im Kampf. Unser Tourmitarbeiter, ich. Big Spin, nee, das ist, als hätte er eine Stange Marlboro geraucht. Scheiße, nee, also, ja. Das kann ich von vornherein ausschließen. Dass, also jetzt ernsthaft, das ist gar nicht. Alter, was macht dein Gegner denn bitte? Kannst du das mal bitte wieso denn nicht, Big Spin? Ich meine, es ist teuer, man stinkt, es ist schlecht für die Umwelt und man kriegt Krebs. Ja, ist cool, oder? Ist cool. Nach einem, die Fingernägel und die Zähne werden auch gelb. Ja. Ist eigentlich nur Vorteile, ich sehe da jetzt... Keine Nein, nur Nachteile. Biopositiv, oder? Nur biopositive Wirkung. Ja, können wir in den Alter, Nase. Genial. Genial. Das sieht hier gerade richtig gut aus. Sagt der Sparky, dieser Sparky. Alter, der Holzfäller, wie alternativ. Sagt ja, dieser Sparky. Nice, oh mein Junge. Gott. Applaus für deinen. Alter, der Schiss! Geil, ich hab auch mal so einen! Ich wollte schon vor 40 Sekunden sagen, dieser Sparky holt den Haupttower. Ja, das wollten sie alle sagen. Das ist auch immer geil, wenn man dann so 40 Sekunden später sagt, ich wollte schon vor 40 Sekunden sagen. Das ist doch mal ein Gegner, wer mir zusteht. Dafür bin ich heute hier. Dein Eigentum, dein gesetzlicher Anspruch. Rassist, Lügner und rauch jetzt verherrlicht. Nein, ich rauche nicht, man kann keiner falsch verstehen, WTF. Das habe ich noch nie gemacht, das werde ich auch nie machen. Rassist, Lügner und jetzt verherrlicht der auch noch Drogen. Ja, Max. Wunderbar. Du hast echt jetzt... kriege ich ein Ansagevideo von Marlboro, Alter. Dass ich Zigaretten schlecht mache. Aber Raucherwerbung sind verboten mittlerweile, oder? Nein. ETF. In Deutschland ist so ziemlich das einzige Land, wo es nicht der Fall ist. Echt nicht? Ist kannst du, glaube ich, noch auf Plakaten... Ist Raucherwerbung nicht irgendwo verboten? Du kannst sie noch auf Plakaten machen. Es ist nicht mehr in öffentlichen Sachen. Also es ist nicht mehr öffentlich, ist, ne? Fernsehen oder Kino. Ja, genau. Genau, das nicht mehr. In Zeitungen, glaube ich, auch nicht mehr. Ja. Ja, okay, gut. Nächstes Deck. Halt diese Werbeplakate da auf der Straße und die, so an der Straße. Die jucken eh keinen, Alter. Glaubst du, die klappen irgendwie? So. Keine Ahnung. Neues Deck in 3, 2, 1, go! Ja, das ist. Eine stabile Reaktion, ja. 4,6 genau. Elixier ist mir eigentlich ein bisschen viel. Red. One. Red. Machen wir, es ist ja leider nur, muss man sagen, 6 Siege, ne? Leider nur, ja. Deswegen ist es ja blöd. Ich sag mal, wenn es 12 Siege wären, dann könnte man ja noch mega Comeback starten. Aber bei 6 ist ja echt kurz, ne? Ich sag einfach nein. Wollen wir also machen, wer insgesamt 3 Niederlagen hat, ist raus und wer mehr Siege schafft, wie immer sonst, oder? Dann spielen wir bis morgen. Nee, oder? Bei den Gegnern. Ja, machen wir. Natürlich. Oh Gott, Max, was tust du? Hast du vorher Fortnite gestreamt oder wolltest du noch Fortnite streamen? Ja, 12 Minuten. 12 Minuten, nice. Im Ernst? Ja, wann nein, ist er hat schon länger gestreamt. Das war vielleicht 20 Minuten, aber das hat mich noch nicht so überzeugt. Alter, okay. Floppy, seit wann kannst du den Friedhof spielen? Friedhof Rage, Alter? Bist du, sagst du, du bist es? Ja, ich bin's als Friedhof Pro. Ja,
Hat irgendwie alles nicht so gut geklappt. Mega Minion macht da den Mega Ritter. Warum heißen alle Karten in Clash Royale mit Mega? Soll das heftig sein? Ja. Nee, das soll Mega sein. Floppy. Alles heißt Royal, Elite oder Mega. Ja, stimmt. Das Elite Barbaren, Royal Giant, Royal Ghost, Mega Ritter, Mega Minion. Alter, der struggelt ja sein Jahrhundert ab, der Mega Ritter. Struggelt sein Jahrhundert. Was soll das denn heißen, Floppy? Er struggelt sein Jahrhundert ab. Floppy. Ja, er braucht halt lange. Er braucht halt lange. Es ist ja schon schlimmer, wenn die Akustik auf Verrecken ist, aber wenn der Inhalt doch kacke ist, ne? Alternative. Lines. Alternative Plays, genau. Oh, das war nice. Scheiße, ich hab mich vertippt. Ich wollte weiter vorne sitzen. Vertippt, einfach kein vertippt. Skill gehabt. Ich wollte weiter vorne sitzen. Ja, wollte ja schon vor 40 Sekunden sagen, dass du dich vertippst. So. Jetzt ist gut. Das ist gut. Sorry. Ich muss die Gift aus meinem Hals rausholen. Deswegen bin ich so toxisch. Floppy, du wohnst doch gar nicht so weit weg von mir. Lass uns doch mal treffen. Dann geben wir uns lange die Hand, dann stecke ich dich an und dann kannst du wieder nach Hause fahren. Dann kann ich nochmal gegen dich spielen. Ja, verreckt mich einfach. Ja. Ich war gestern sogar in Hamburg. Oh, toll, dass du Bescheid gesagt hast. Ja, bei meiner Oma. Okay. Da ist aber schon so eine kleine Fledermaus am Turm, ne? Ja, und so ein komischer Inferno-Dragen. Dragen. Fledermaus, Dragon, nice. Ob ihr es glaubt oder nicht. Backup Drop. Komm schon. Alter, wer setzt denn den Inferno Dragon gegen den Friedhof? Oh mein Gott, hat gefailt. Was? Nur ein Arsch macht sowas. No joke. Als ob ich das gewinne. Ich hab die ganze Zeit schon gerechnet damit, dass ich verloren habe. Ja, ich auch. Hey, ich hab schon abgeschlossen mit der ganzen Scheiße hier. Der Türspieler Full Legendary mit einer Karte drin, die keine legendäre ist, Mann. Oh, das ist so gemein und so kacke und so. Oh, ja, ihr seid am Verrecken, wie wollt ihr auch gewinnen? Ja, komm, Alter, was kriegst du denn für Gegner? Also, das kann doch jetzt nicht sein. Ja. Also, 5-0 wollte ich nur mal so sagen. Das zählt nicht, Alter. Wenn ich und Wixen hier 5-1 stehen und du 6-1 und du 6-0, dann hast du nicht gewonnen. Zeig nochmal Deck, Zeig nochmal Deck. Sind da die drei Muskis drin? Was ist das denn? Hallo, was ist das? Haben wir aufgepasst? Sind die drei Muskis drin? Ja. Gut. Hast du gerade gespielt, Floppy? Ja. Floppy? Waren die drei Musketiere in deinem Deck? Ja, das war die letzte Karte, die ich nicht gespielt habe. Alaska, würde ich jetzt auch sagen. Die war natürlich drin. Die letzte Karte, ich kann gleich das Replay reinschicken. Ja, wahrscheinlich. Kein Hit. Bei diesem Nichts doch ein Hit, nice. Doch kein ganz großer Nichtsgönner. Aber der Banditen in Charge, muss ich sagen, war schon nice. Ich gucke einmal in den Chat und dann direkt bam. Banditen in mein Gesicht. Oh, das macht er ganz gut da mit dem. Ja, ist nicht verkehrt, was der macht bisher. Gut. German Clashers, was ist das denn schon wieder? German Clashers. Big God. Er spielt ein Full Legendary Deck. Also eigentlich dürftest du nicht verlieren. Du spielst nicht alle Full Legendaries, nur weil die das nicht haben, denken sie, oh, guck mal hier, richtig. Modern Royal, hier kann man alle legendären Karten auswählen, das mache ich. Oh, ich stehe 0-3. Egal. Ja, und gewinnt trotzdem. OP. OP, genau, Junge. Diskreditiert doch mal nicht die Leute hier. Naja, er gewinnt hier gegen dich, ne? Also, noch hat er gar nichts gemacht. Oh, die lassen alle den Holzfäller durchlaufen. Das ist so gut, und ey, wisst Leute. Und wisst ihr, wie mein Holzfäller gleich so getryhardet abgefangen wird? Mein Holzfäller? Die werden ihr Leben dafür geben, dass mein Holzfäller nicht am Turm connected. Nein, das Leben werden sie gib geben. Gib dir die Fledermäuse jetzt, gib dir die Fledermäuse, bam, easy. Gib dir die Fledermäuse, bam, easy. Das war nice. Oh mein Gott. Ja, der Turm ist down, wahrscheinlich. Ja, ist aber auch gut. Noch nicht ganz, aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ja, gut, sein Turm ist auch down, ne? Also. Tobi, mal er jetzt nicht schon wieder den Teufel an die Wand. Siehste, sag ich ja. Ja. Wir haben das Gefühl, dass dein Kampf genauso abläuft wie meiner. Nur andersrum, dass Bixby noch in letzter Sekunde verliert. Ja, genau. Ja, genau, das ist es. Ja, aber das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Ich lieg doch jetzt schon hinten. Wie soll ich denn hier in Comeback starten? Mir gefällt's. Komm schon, Turm. Alter! Ja. Wisst ihr, was uns gar nicht aufgefallen ist? Mein Gegner hat auch vor Legendary Deck gespielt, außer eine Karte. Hab ich doch gesagt, Flori. Echt? Oh, der Miner war geil. Dadurch ist der Inferno Dragon schlecht. Ja. Oh, geht geil. Auch geil. Und die Princess, Alter. Nein, was hab ich gesagt? Natürlich, Banditen.
Was macht er denn? Jetzt kannst du Holzfäller Friedhof spielen. Das ist die OP-ste Kombo des Jahres. Ja, Mann, die OP-ste Kombo des Jahres. Nice. Holzfäller stirbt fast, bevor er im Turm ist. Wollte ich nur triggern, das zu spielen. Ja, oh, ja, war aber der richtige Move. Schiss. Oh mein Gott. Die Bims ein Schiss. Der geragte. Der gleich kommt hier safe ein Mega-Ritter an die Ecke. Bitte spiel die drei Musketiere in die Ecke. Warum nicht offensiv? Oh mein Gott. Bin ich bescheuert? Ich glaube an ihn. Ich glaube ganz doll an ihn. Jetzt kommt schnell ein Mega-Ritter, damit er geforst ist, sein zu spielen und meine drei Muskis nicht umklatscht. Easy. Okay, kommt ein Eismagier. Jetzt hat er. Oh, da ist der Mega-Ritter. Oh, war das auch scheiße wieder? Warum war das scheiße? Das war doch in Ordnung. Na gut, der hätte alle treffen gut können, ne? Ja, gut. Der hätte fast. Man muss ja auch mal. Also, es gibt ja. Zack, durchs Holz. Was? Ist kein Schaden kassiert. Geil. Es gibt ja auch eine gewisse Kulanz, ne? Das also, oh, das ist geraged. Oh Mann, ich will nicht, dass du gewinnst. So sehr wünsche ich mir das, dass er jetzt noch. Bixbill, machen wir eine Challenge. Du darfst nur gewinnen durch die drei Musketiere. Junge Lau. Komm schon. Das würde auch klappen, weil er wird sich chillen. Komm schon. Ja. Ja, kein Hit. Oh! Nur durch drei Musketiere darfst du gewinnen. Bitte spiel die einfach an die Ecke. Was am Arsch. Bixbill verliert auch noch so. Ja? Big Spin? Was denn, ja? Oh Mann! Junge. Das klappt. Ich hab so an ihn geglaubt! Das klappt halt echt noch. So, oh. Das Game, Mann. Es ist ein Albtraum. Wenn ich jetzt verliere, Leute, das ist einfach. Das ist ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm, was hier heute für Gegner dabei sind. Lancelot. Big Spin zieht morgen locker Ziggy auf Lunge, 20 Sekunden. Ja, wahrscheinlich. Ja. Bevor ich sowas mache, das ist wirklich. Real Talk. Finde ich gar nicht gut. Ich weiß, sowas ist unnötig. Aber manche machen es halt, weil sie süchtig sind. So. Ich bin Philosoph, ja. Was für ein Philosoph, also der übelste Querverweis. Manche machen es, weil sie süchtig sind, Bro. Du wirst nicht süchtig davon, wenn du es nicht gemacht hast. Oh. Echt? Wo das sind meine... wusste ich ja gar nicht. Was habe ich da gerade noch unter... Was? Ach, eine Nachthexe. Was? Oh mein Gott. Probier mit dem Elektromagier. Der Clan. Oh ja, gut, okay. Brazzes. Wenn er halt den Poison Spell hat, gehe ich AFK. Nice, dann freue ich mich schon mal. Alter, wenn er jetzt Fireball oder so hat, wie würde ich das feiern? Kann er doch gar nicht. Ach, stimmt, der kann ja. Wenn er Fireball hätte, würdest du es feiern? Ja, das Wortspiel habe ich leider schon in meinem Stream gebracht und schwach. Habe mich direkt dafür geschämt. Weil ich es eigentlich gar nicht wollte. Habe ich irgendwie nicht verstanden. Oh, oh, was denn auch, Mega-Ritter? Alter, wie gut er ist einfach. Kein Elixier, der Turm ist down. Lancelot, ey. Kein Elixier. Lancelot. Also Lancelot, le Machine. Fireball würde ich jetzt feiern. Oh, Flavio. Der ist schon richtig lustig, oder? kam jetzt schon, oder? Googelt mal alle den Clan vom Gegner. Warum? Bleibt der da? Ah, nee, sag ich nicht. Googelt hier ein ja, egal. Komm schon, weil den googelt. Ich krieg hier ach, ganz doll ein zu viel. Das ist eine Porno-Seite. Ach, du Kacke. Oh, Flavio. Alter, Flavio. Ja, hat hier jemand geschrieben, dass es so ist. Das habe ich ihm nicht geglaubt, habe nachgeguckt und leider ist es echt so. Flobby. Ich suche jetzt die Clan-Beschreibung. Was haben sie da reingeschrieben? Die Clan-Beschreibung? Ja, von denen. Ob die da irgendwie auch darauf anspielen oder ob das einfach nur so Zufall ist. Du, das wird kein Zufall sein. Wie heißt der Gegner nochmal? Lancelot. Lancelot, nice. Kann ich jetzt hier gewinnen? Gewinne ich jetzt? Ja? Wird mir auch mal was gegönnt? Junge, nein. Alter, das kann nicht sein, ey. Alter. Als ob du gewonnen hast. Nee, ist schon wieder so schlecht. Ach du Kacke, die sind gesponsert durch die Seite. Ich glaube, der Clan hat sich gesponsert lassen durch diese Seite. Nice, das okay. Wird sein, genau. Ja. Wahrscheinlich. Okay, jetzt nächstes Deck, ich will 6-0 machen. Jetzt mach mal hier, startet mal hier. Das ist hier langweilig alles. Ich kann es nicht fassen. 6-0 jetzt hier. Ihr steht beide 5-1, ne? 4-1. 4-1, ja. 5-0, ja gut. Dann wenn du jetzt 6-0 machst, ich kann das nicht akzeptieren, dass du dann gewonnen hast. Okay.
Ja, wie okay? Müssen wir eine Lösung finden? Das wäre mir zu low. Low. Mhm. Ich mache erstmal ein neues Deck. Neues Deck in 3, 2, 1, go. Das ist auch mal was ganz anderes mit Ofen und Royal Giant und Seppi. Das ist schon ziemlich schwach, oder? Was hast du gesagt? Ach das, oh lol, was ist das oh denn? Oh mein Gott, Deck? Was ist das denn? Also, ich glaube, das wird das ist ein richtiges Scheißdeck, tut mir leid. Ich glaube, das wird jetzt tatsächlich immer schwierig. Wir haben Royal Giant und Zappies. Also, das ist schon mal die beste Kombo der besten zwei Karten in diesem Spiel. Dazu noch, ja, ein paar Karten, die man vielleicht machen kann. Ghost haben wir noch. Den Eisgeist auch immer als sehr stabile Win-Condition. So, sag, wenn du ins Game gehst. Ich bin schon im Game. Der muss doch sagen, Junge, ich leide die ganze Zeit offen für dich, damit du... War Spaß, jetzt bin ich ja, okay. Jetzt. Ah, das ist leider der Joker. Ja, er heult schon wieder, weil er weiß, dass er gleich auf K muss. Ja, das wäre echt... Also wenn der Gegner jetzt hier auf K geht, dann hat Brickspin gewonnen. Danke. Ja. Nee, das ist hier ich streich jemand 3 plus? Ja. Nee, das ist schon eine 5. Haben wir irgendwas gegen den Mega-Rotter? Kann mir das bitte einer kurz sagen? Kann mir dich gut als Lehrer vorstellen. Was ist deine mögliche Note? Ja, ich würde sagen, dein Plus, nee, ist schon eine 5. Ja, stimmt. So welche gibt's. Alter, die defensiven Royal Giants, das ist doch eher so Chef Strobels Milieu. Milieu, Alter. Oh. So, jetzt kommt wieder die Kanonenkarre. What is it? Oh mein Gegner Gott. Overpowered wie eh und je. Liebe diese Gegner, Mann. Jetzt kriegt denn der Scheiß da raus? Frage mich echt, warum ich eigentlich heute depressiv geworden werde, wenn ich sehe, wie viele solche Leute es eigentlich noch in Clash Royale gibt. Ja, ne? Vor allem, wenn das Game halt neu wäre so. Ey, Leute, ich hab verloren. Nee. Confirmed, weil der Mega Ritter, weil der Oral Ghost nicht OP ist. Alter, das war irgendwie. Die Karte ist echt so richtig schön OP. Ja, die ist halt wirklich. Also, das. Na, ist einfach. Kann man doch nicht drum rumreden, ja? Man könnte es vielleicht noch schön reden oder so, aber nein, ist OP. Sie ist OP. Da kann mir keiner was erzählen. Man kann sie mit keiner Karte kontern und ins Plus kommen. Das Geilste ist ja eh, was Flobby da gemacht hat. Hast du gelesen in der Gruppe gestern? Was denn? Ja. Ja, hab ich. Okay. Hab ich. Flobby, du Fehler. Alter. Ah, man muss auch mal den Gegnern eine Chance lassen. Geiler Eisgeist, war der von dir? Ja, war er. Super. Ein Eisgeist konnte eigentlich so ein Mega, Flobby, aber muss Gegner, ja nicht. Dass mit der Gegner eine Chance lassen, hast du es hoffentlich auf das Game gesagt, oder? Alter, 1 HP, Junge, Legende. Alter, Flobby, wenn du das Game gewinnst, dann bist du einfach scheiße. Wir haben mal wieder die Logik. Gut. Das macht er hier ganz entspannt eigentlich. Ja, der Gegner ist fuchsig. Nein. Overextend as fuck. Naja, ein er könnte HP. Den Turm hier holen. Er könnte den Turm hier holen, ne? Ein HP, weil dann, na, nee. Geht hier auf echt, Crown, ist aber oh, lol, nicer Henker, danke, Flobby. Gegner, ich bedanke mich. Oh, Flobby. Doppelkanonenkarre. Alter, Flobby. How to lose a game. How to lose a game on attention. Oh, Flobby, Alter, das ist ganz geiles Fien, was du hier machst. Flobby! Oh mein Gott. Komm schon, verlier jetzt. Dead Boys, alles gut. Der Todesschaden des Skeleton Barrels. Flobby, du hast richtig scheiße gespielt. Glückwunsch zu diesem Lose. 3-0, 3 Crown. Schön. Fantastisch. Danke. Damit haben wir alle einen Lose. Ob ich es glaube oder nicht, aber ich habe 3-0 verloren. Schön. Alter, 3-0. Jetzt Big Spin, komm. Oh, es wird so fallen, wenn ihr beide verkackt und ich gewinne. Ey, das stimmt, aber Big Spin klingt wie ein Typ aus der Zigarettenwerbung von 1980. Ohne Witz. Weil du auch genau weißt, wie 1980 kommt hier Flobby mit seinen 9 Jahren um die Ecke. Ja, damals 1980. Ja, in den 80ern, ey. Das ist, die 80er, die kenne ich. Ja, okay, dann ist natürlich geil. Nee, aber ohne Witz, das klingt so. Ja. Ja. Also bitte, ein Werbespruch oder so jetzt. Ich sag dir einen Werbespruch und du sagst den. Ich würde, du könntest es direkt aufnehmen. Direkt. Nice. Direkt dahin sein. Ihr dürft leider keine TV-Werbung mehr machen, aber ihr habt ja trotzdem den Spot. Hast du ein Holz? Wirf mal ein Holz rüber. Woher habe ich denn Holz? Keine Ahnung, vom Jahrmarkt. Alter, Flobby, geil. Vom Jahrmarkt, hast du gerade gesagt? Nee. Gut. Können die Seppis eigentlich die Luft treffen?
Oh, Flobby. Gott. So schade. Junge. Junge. Oder Damage, den der. Ja, jetzt mal im Ernst. Ja, ich weiß, dass du das Ernst meinst. Das ist ja das Traurige. Mhm. Können Sie es oder können nicht? Können Sie, ja, natürlich, Alter. Der Sparky doch auch. Ja, was laberst du denn? Hat der Sparky auch? Ja. Genauso wie die Elite nochmal. So Elite, die springen einfach hoch. So Elite. Was ist das? Ich glaube, die sind gut dagegen. Ich glaube, die können keine Slate One-Shotten, oder? Können sie? Doch. Ich hätte dir das zugetraut, dass sie das nicht können. Ja, ich auch. Aber selbst wenn, die brauchen ultra lange. Also ja, ich hab die Level 1. Das ist ja das Ding. Ich hab die bald Level 13 und wollte sie dann spielen, aber wenn ich das hier so sehe, lasse ich das. Oh Gott. Ich schwöre, ich dachte gerade bis eben, also seitdem ich es nachgeguckt habe, dass gute die diese Alter die Luft angreifen. Nein, Max, du kannst auch nach diesem Kelly spielen. Sie sind danach immer noch zu schlecht. Ich dachte, das wären so eine Mini-Teslas, weißt du? Mini-Teslas? Alter, was? Naja, Mini-Teslas in kein Schaden und kein DPS. Der braucht 4 Hits für den Prinz. Ja, die soll doch keinen Schaden machen, die soll halt immer stunnen. Der macht ungefähr so viel Schaden wie ein Eismann. Ja, kann das sein? Bringt und kann gefeiert und gepoisoned werden und ist schlecht. Und macht nichts gegen Friedhof und kein Flächenschaden. Alter, seid ihr auf Drogen? Ich hab 2 Aspirin-Komplex drin und einen Kaffee. Was ist mit dir, Big Spin? Ich nicht, ich bin clean. ich bin clean, Alter. Ich weiß gar nicht, ich hab sagt so er mit der ultimativen Raucherstimme, Alter. Ich hab so Husten, Digga, wie heißen die? Oh, Neoangin, aber das. Husten, Alter. 3 Liter Hustenlauf hat der Typ geäxt. Ich bin clean. Alter, was hat denn gerade der Henker gemacht? Die Axt ist ja so vorbei. Du kannst beim Henker das N wegnehmen und dann hast du meinen Henker. Oh. Ich glaube, Flobby versteht den nicht. Flobby, Alter. Ich habe gerade 3 Jahre greifen die selbst in die Luft an? Flobby. Hat ein bisschen gedauert, aber finally. Aber Erfolg. Erfolg stellt sich manchmal auch später ein. Als ob du das gewinnst mit diesem Scheißdick, Leute. Alter. Flobby, oh. Wie ist das? Wie ist das? Triggered. Das so fühlen wir uns die ganze Zeit. Immer. Das ist lächerlich, ey. Ja, immer. Jetzt gewinne ich auch. Nochmal angucken, das Deck. Oh, das ist echt scheiße, das Deck. Egal, was Pixel schafft, das geht locker hin. Okay. Ansage. Mhm. Ich bin gespannt, wie dein Flitzebogen. Oh. Okay. Du uns jetzt präsentierst. Hört man das eigentlich? So. Junge, das ist ey. Ich fühle jedes Mal, wenn ich dir zugucken will, ist total ungewohnt, weil ich extra mal hochscrollen muss in der Klarrangliste. Toll. Ja, ne? Gegen Lord Sifs. Alter. War schon geiles Eisgeist-Timing, du. Ja, war nicht verkehrt. Das Feld geht doch nicht raus auf den Seppis. Komm, ein Hit. Oh, so ein Kackmensch. Enttäuschung. Was, der spielt das gleiche Deck wie ich? Stimmt, irgendwie schon, ne? Ja, wobei, du hast keine Nachtex und. Alter! Oh mein Gott! Weg, du, die Viecher. Was ist das? Komm schon, triff. Oh, Mann, warum? Ja, der Klonzauber war so schön, deine Tornado. Ist trotzdem scheiße, ich hab nichts. Ja, aber was. Guck dir die Fire Spirits an, die warten gefühlt, bis der Name aufgeploppt ist. Einfach geworden, ey. Was. Ach, das Game läuft schon seit einer Minute. Alter Flobby, du bist ja wohl. Ich hab grad. Also, Mixpin und ich sind erkältet, du bist einfach krank. Ja, danke. Jetzt musst du nur darauf hoffen, dass Flobby den versteht. Oh nein. Nee, was? Was macht der denn da immer? Alter, wer klont denn die Seppis? Was ist. Nicht mehr für 3 Elixier wären sie gut, von daher. Nee, ich bin jetzt nicht leise. Ich muss das jetzt. Alter, spielt der Scheiße. Ah. Das muss ich gewinnen, aber das Deck ist echt sehr kacke. Oh Gott. Da muss ich noch auf viel mehr Fails des Gegners hoffen. Viel wieder viel mehr. Es geht nicht viel mehr. Oh Gott. Die einfach die Kanonenkerre unter den Lava Round und dann hast du das. Das ist kein Tornado, Max, ne? Du hast kein Tornado, lass mich in Ruhe.
Ich wollte gerade sagen, ich wollte dich nur triggern, aber gut. Das hat sich dann gleich... Das hat sich gleich gelohnt, ja. Alter, wer klont? Was klont denn der da? Oh, in den Henkern war das mega Minion. Kann ich mir aufhalten. Wie soll er das aufhalten? Gar nicht, du hast gewonnen. Nicht, oh, ist das gut. Knublack, easy win. Knublack, Alter. Pro Plays. Ey, haben wir nicht gesagt, bei 6-1 gewinnt... Wenn wir alle 6-1 gewinnen, gewinnen alle 6-0. Das ist so ein Schwachsinn, Alter. Ach so, nee. Alle wir haben nur gesagt, Max, wer zu oft Schwachsinn labert, fliegt automatisch raus und ist disqualifiziert, Flobby. 3, 2, 1, go! Mann. Wir sind halt aber auch besser einfach mit Random Dicks, weil wir das so oft jetzt geübt haben. Wir können es einfach, weißt du? Ich hasse die Muskeltiere, ich bin so scheiße mit der Karte. Tierinnen. Aber den Bowler kannst du doch. Ja. Und den Dart Goblin kannst du doch auch. Ja, weiß ich auch nicht. Kommt heute noch Fortnite, ja? Zusammen mit, Hori und Mickey und sowas. Hori, Mickey und noch jemanden. Guter Song, ja. Ist der Fortnite-Song für heute. War nicht gut. Klon und hier, Free Win für Trimax. Ja, schon irgendwie. Flobby, sag, wenn du startest. Ich bin schon im Game. Nein, du musst das Deck zusammenbauen jetzt. Warte kurz. Wir sind schon drin. Mach gleich. So, Flobby, jetzt noch einmal. Du hast die ganze Zeit geführt. Jetzt hast du einmal die Chance, das erste Mal hinten zu liegen. Latin Goblins. Alter, das Team hört sich richtig, der Name hört sich richtig scheiße an. Ja. Warte kurz, wir haben echt viele Zauber. Fällt mir gerade so auf. Oh lala, der Start ist der tut schon mal richtig. Oh lala. Oh, da geht er schon mal. Der Start tut, oh nein, Target komplett wrong, Alter. Wrong, Alter. Target komplett wrong. Wrong. Wrong, oh. Geil. Ah. Oh, was denn da los? Ich hab Heilsauer, Klon, Holz. Das sind für mich Three-Win-Karten. Für dich ist das anscheinend schwierig. Wer spielt einen offensiven Mega-Ritter? Vielleicht? Ich zeig's dir jetzt. Ja, hier. Was hat denn Flobby dagegen? Gar nichts. Musketiere. Ey, wenn der jetzt ein Gift hat, dann heul ich echt. Ey, dann freu ich mich echt einen Koks. Koks ich. Dann freu ich mich nicht. Dann freu ich mich richtig Koks. Was labert Flobby, Alter? Junge. So, er muss was da haben. Holz. Was ist das denn? Jo, Todesschaden. Hab ich noch nie gesehen. War irgendwie cool. Heilzauber kommt. Aber gleich ist der Mega-Ritter wieder da. Was? Alter, das ist der innere Dieser. Irgendwie? Ist der typische Deckspiel. Mach jetzt. Holz ist da. Die sind eh noch gesund. Oh, Flobby! Oh mein Gott. Ein Hit. Geil. Ein Hit für 38 Elixier. Well played. Well played. Weißt du, das schneide ich auf YouTube in den Teaser, du Noob. Ich hab... Schön! Ich hab mich so angestrengt, dass ich da irgendwie. Der hätte jetzt so eine Ader geplatzt, das war so ein Scheißplay. Ich hab mich so angestrengt. Traurig, das noch zuzugeben nach so einem Play. Danke. Geiler Bowler, Alter. Halt frei. Ich hab mich so angestrengt. Ey, was hat denn der eigentlich? I tried so hard. I failed so hard. Gott, so far. But für solche Situationen sollte es in-game einen Very Pro-Button geben. Alter, das würde ich ja richtig feiern. das wäre oh echt Gott. Gut. Das wäre so witzig. Was so Very Pro-Spam. Leute, geht RPM nicht wieder. Ey, ich verliere. Okay. Kann mir jemand bitte mal Du hast noch 39 Sekunden, Mann. Du hast noch keinen nennenswerten Schaden verursacht und hast noch nie dein Leben den richtigen Klonzauber gespielt. Junge, Flobby, du kannst doch nicht mit Paul noch mega mega offensiv gehen. Aber hier. Nee, der Todesschaden. Oh der Gott, Todesschaden. Flobby, du bist ganz retarded. Ganz retarded war die Aktion. Da war doch der Skeleton Barrel. Das macht doch Death Damage. Du kannst doch nicht direkt einen Klonzauber darunter spielen. Alter, ich will nur noch einen Mega-Ritter kassieren. Ich will nur noch richtig schön Mega-Ritter kassieren. Das bitte als Spendensound. Flobby, du bist ganz retarded. Oh, Flobby, Alter. Geil. Du bist geil. Als würdest du das erste Mal Clash Royale spielen. Schön. Geile Sache! Flobby, du bist ganz wieder. Oh. Ich glaube, ich habe noch nie so schlecht Clash Royale. Nee, ich glaube auch nicht, Mann. Ich glaube auch nicht. Oh, was ist denn das? Ja. Engados 150 Euro. Einfach. Alter, was? Für jeden 50 Euro guten Rutsch, alle feiert schön. Alter, vielen Dank dafür. Klar, holy shit, Dank, auch noch für Mann, so ein Play, Flobby.
Alter, ich glaube, für diesen Play habe ich mich wieder für diesen Play lasse ich nur 10er zukommen. Eieiei, okay, okay. geht weiter, Flo. Stopp, wer hat das in Chat geschrieben? Wer hat das in Chat so, das schreiben immer wieder welche. Echt? Es ist einfach so, ja. So, auf geht's. Oh. Nein, ich hab nicht, hallo. Prezer, Sponsor von Big Spins. Alter, oh. Stark. Oh. Ja, nice. Jetzt könnte ich was sagen, aber ich lasse es. Was ist das denn? Big Spin, dem Maribor-Raucher. Maribor, nice. Ja! Bitte verliert einfach beide, ich will gewinnen. Wie soll ich denn das verlieren? Guck doch mal an, was der schon wieder macht. Power. Ja, moin. Guck mal, Max, du setzt mich jetzt richtig gegen mich. Oh Gott, Alter, ich setze immer 8 Felder weiter nach vorne. Oh mein Gott, du hast einfach 1000 Schaden. Ich hab gar keinen Bock drauf gehabt. Junge, das war echt Wapow, Alter. Wapow, Wapow. Der WhatsApp-Power oder was, Alter. Was soll denn der Name sein, Mann? Alter, Flomi, der Game war so geil eben. Junge, hör doch mal auf jetzt. Ey, ich hab wirklich, ich hab glaube ich echt noch nie so schlechte Jar gespielt. Selbst als ich angefangen habe, hab ich glaube ich besser gespielt. Also, ich fand auch die drei Musketiere am Ende geil. Da 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 da. Alter, der Nadko ist halt echt am Turm, ne? Dauerhaft. Immer noch. Ich weiß gar nicht, was eigentlich ihre Vorstellungen sind. Oh mein Junge, Gott. Junge, der Dartgoppel hat den ganzen Turm. Du hast zwei Dartgoppel seinen gesamten Turm geschreddet. Oh, das war doch gut. Das war ein geiler Meiner. Oh mein Gott, das war echt nicht schlecht. Oh Alter, Pixman, hast du das vom Flobby abgeguckt? Alter, mit dem Klonzauber seid ihr echt geil. Alter, ja, ich hab nicht andere Elite-Klonzauber nennt man das auch. Ich hab so eine Rotz. Komm schon, jetzt, wenn du jetzt verlierst und ich gewinne, dann gewinne ich den ganzen Scheiß hier noch. Vergiss es doch mal. Danke, auf sowas. Alter, du kriegst hier noch bitte. Richtig, guck die Fledermaus an. Nein. Guck dir das an. Wenn Max jetzt schon wieder das gewinnt, dann das wäre so berechtigt. Wenn der gewinnt das nicht, was 900. Denn 900. Ich? Alter, wenn Lukas jetzt verliert und Max gleich gewinnt, dann können wir echt alle AFK gehen. Alter. Vor allem gerade noch die drei Muskis, das macht's halt nicht leichter, ne? Bete, dass er trifft den Turm mit, Alter. Was ist das für eine Kacke? Bete, dass der Gegner noch einen Mega-Ritter hat. Ja, Junge. Eine Karte ist noch offen, ja? Junge, kann er mal aufhören? Nein, ist belastend, was der macht. Alter, da fällt ja fast der nächste Turm. Bix, mir jetzt mal Konzentration. Kann er den Dartgoblin abfangen? Komm schon, bitte fang den Dartgoblin ab. Oh Mann, was ist das für eine Banditin? Ja, ihr denkt alle, er kann was, ne? Das kann was, Leder. Ey, wenn du das noch gewinnst, dann halt ich die Fresse, ey. Nein, danke, Flobby, okay. Lass es mal bitte ganz schnell. Jetzt ist er richtig motiviert. Scheiße, jetzt hab ich dich. Der spielt den zwei Musketiere in den Bowler rein. Ja, du musst auch mal verstehen, was der Gegner, der hat sich so gut wie du. Was war das für ein Miner? Oh Mann, der Turm hätte down sein können mit einem richtigen. Oh, das war auch geil, das Goblin. Das war ein richtig guter Dart-Goblin. Junge, es kommen jetzt selbst drei Musketiere in die Mitte. Bitte. Bixen, du musst das verlieren. Das? Oh, falscher Fokus. Egal, das ist gut. Alles geht down. Komm schon. Ich glaube so fest an den Gegner. Drei Musketiere gegen den Bowler. Er setzt alle in eine Lane. Er setzt alle in eine Lane. Wenn er das jetzt verliert durch die Junge, beste Leben. Was ist mit ihm? Aber der Heilzauber war echt schlecht, weil die noch gar nicht da sind. War der schlecht? Der war den Bowler heilen. Viel zu früh gespielt. Junge, Flobby. Flobby? Was? Das Musketier überlebt, das ist wichtig. Musketier überlebt. Oh! Bixman! Ich konnte so hart, ne? Oh mein Gott, du hast eine halbe Stunde Jay beleidigt, wie scheiße er doch sei. Junge, was? Der Heilzauber war viel zu. Der Heilzauber. Alter, also, Bixman, wenn du da so Probleme hast mit dem Heilzauber, dann kann ich gerne mal als Experte zu dir in den Stream kommen und dir zeigen, wie das funktioniert. Das ist jetzt. Oh mein Gott, Leute, habt ihr Scheiße gespielt? Danke. Das Traurige ist, wenn Max jetzt gewinnt. Wenn ich jetzt gewinne, habe ich die Challenge gewonnen, obwohl ich hier. Ich will es gar nicht sagen. Ich springe jetzt einfach ins Game. Wenn ich das jetzt gewinne. Ey, das wäre auch geil, wenn wir alle 5-3 rausfliegen. Oh mein Gott, Karma incoming. Heute kein Karma. Heute gibt's kein Karma. Big Spin Rage hier schon seine Nase aus. Ob ihr es glaubt oder nicht, wenn Max jetzt gewinnt, dann hat er gewonnen. Alter, wenn ich das jetzt gewinne. Ja. Dann bin ich ein Volksheld. Ja. Volksheld. Die Leute glauben an mich. Jo, okay, wahrscheinlich. Leute, feuert den Volksheer an hier. Die Leute haben Derivate auf dich gekauft. Bolz. Nein, das wollte den Dart Goblin carryen, Alter. Nice. Scheiße, das habe ich gegen den Mega-Ritter. Alter, was sagt man dazu? Er kommt einfach mit dem Mega-Ritter um die Ecke, der Meta-Ritter. Und Max hat einfach keine. Oh, mit Fledermäusen?
Komm schon, trifft bitte die Fire Spirits. Okay, immerhin. Der Gegner ist so broken. Oh mein Gott, der Gegner ist so broken. Alle. Wie kann man so gut spielen? Was ist das für eine Scheiße, Mann? Junge, wie gut er ist. Wie soll ich jetzt mit drei Musketieren einen Turm bekommen? Da bringt doch kein Heilzauber der Welt was. Wie gut er ist. Alter, wieder ein Holz, ja. Er spielt, oh mein Gott, er spielt ein Konterdeck, er spielt perfekt. Weil die Musketiere sind echt scheiße in dieser Challenge. Ja, die sind richtig scheiße. Jeder hat Mega-Ritter. Oder man fällt einfach. Oh mein Gott, bin ich jetzt sauer. Warum? Ich habe noch nicht mal den Hauch einer Chance. Es hätte das Game meines Lebens werden können. Ich brauche nur einen Hauch einer Chance. Nur einen Hauch. Es könnte noch das Game meines Lebens werden, indem der Gegner einfach auf K geht. Ja, das passiert eh nicht. Ich hatte das schon mal. Mein Haupttower hatte 100 AP und der Gegner ist auf K gegangen. Nice Holz, Alter. Was ist das? Das war der glücklichste Moment meines Lebens. Du weißt auch nicht mehr, was du machen musst, oder? Ich bin jetzt hier gerade... Ey, Lukas, ohne Witz, hattest du das schon mal, dass dein Haupttower irgendwie low war und dann der Gegner AFK wurde? Nee. AFK? Ich hatte einmal, als ich noch ganz früher, das war irgendwann im März, habe ich Maxstellar gespielt und dann... Oh mein Gott. ...hat der Gegner... Wie gut spielt ...Lavadun gespielt und ich Spearshot. Und er hatte meinen Turm so weit da und meinen King Tower, dass er mich viel crown konnte mit dem Fireball. Und er hat so lange gedisrespected in der Double Elixir Time, also in der Death Time, bis ich seinen Turm haarscharf bekommen hatte, weil er sich mit dem Fireball verschätzt hat. Er wollte mich übel disrespecten, so nach dem Motto, wenn sein Turm noch 10 AP hat, wirft er eine Fireball rüber und lacht dann. Und ich hab's einfach gewonnen noch, weil er sich verschätzt hat. Und ich so, Alter, der Typ kann sich vergraben gehen. Also ich hab's auch geschafft, irgendwie eine End-Season-Push. Das ist der größte Try-Hard der westlichen Hemisphäre. Junge. Dass der es geschafft hat, mein Turm war low, bis auf Feuerball. Er Alter, das gib ganze dir diesen Games. Henker. Bis kurz vor Schluss und dann wirft er, ey, dann wirft er ganz kurz vor Schluss den Feuerball einfach daneben. Den schiebe ich weg. Lukas! Lukas! Ja, was ist das? Und zwar hat einer, der einen Adam gekauft. Hallo, ich bin geschafft. Hier im den Game meines Lebens. Ja. Du bist im Game des Todes, Alter. Was denkt sich denn auf diese scheiß Princess da? Was war denn das für ein Game? Das ging gar nicht los und dann war es vorbei und ich habe verloren. Ganz schrecklich. Also beide Games von mir, die ich verloren habe. So ein Albtraum. Da kann man gleich 2 Wochen Clash Royale Rage quitten. So eine Scheiße. Okay, das neues Deck in 3, 2, 1. Ne? Schnauze halten, Floppy, 0. Da haben wir es. Hier schreibe ich mal RIP Volksheld. Ja, danke. Alter. RIP Volksheld. Okay, wer von uns gewinnt, der ist der Volksheld. Alter. Ja, das ist doch gut. Lavahun haben wir immer gewonnen irgendwie. Das sind wieder so ein Trolldeck. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Legendaries. Ja, in jedem Deck, weil einfach gefühlt 80% der Karten Legendaries sind. Oh. Und der Holzfäller ist dabei. Ich hab gewonnen. Nice. Holzfäller ist immer eine Karte, die... Wenn man die mit mir in ein Deck packt, das ist gefährlich. Ich sehe nur in dem Deck noch keinen Flobby. Die Gegner sind einfach so beschränkt, dass sie den einfach durchlaufen lassen immer wieder. Alter, meine untere Reihe besteht aus nur weißen Karten gefüllt. Weil, weißt du, wie du redest? Du redest, als wenn ich im iPhone schreiben würde und die Autokorrektur permanent eingreifen würde. das war ein guter Call. So, Flobby. Okay. Zeit wieder zu verkacken. Also mein Game, meine beiden Games waren so schlimm. Gegen Antras. Andras. So. Wie wär's denn mit einem defensiven Friedhof? Nova Tlaxcala, alles klar. Oh, kleines Zitat. Max, nach 6-0 machen wir weiter. Flobby, dann spielen wir bis morgen. Wir fliegen alle bei 5-3 raus. Oh, das ist schön viel gegen Luft. Das ist entspannt. Sehr gut, Flobby. Ob du das überhaupt gewinnen kannst? Fraglich. Besonders cool ist halt auch wirklich, dass er wahrscheinlich noch ein Tornado dabei hat und sowas, das Gärchen spielt. Oh, bitte geh aus. Das, wenn das ausgeht, du, dann bist du schuld. Bin ich schuld? Mhm. Ja. Alter, wieso überlebt das alles da? Apple übernimmt, glaube ich, keine Haftung. Wer macht denn also, so einen Tornado? Ja. Tornado war stark. Ich will es gar nicht wissen. Er hat ein super Deck gegen dich, aber er hat bis jetzt bemerkenswert anders gespielt. Was machst du? Oh mein Gott. Er hat ein Poison Spell. Hau dein Poison Spell darauf, du spielst das selbst Splash, Mann. Oh Gott, Alter, ist der. Nein, warum? Wo ist der Elixier? Der reizt auch nicht. Wo ist denn? Mann, nein, der hat 8 Elixier und setzt nichts, Mann! Ja, natürlich. Oh, natürlich. Fuck. Der setzt jetzt erstmal vorne, ganz entspannt. Ich weiß gar nicht, darf man sich so aufregen, wenn man Fieber hat? Wenn ich heute sterbe, ist Flobby schuld. Weil deine Gegner einfach zu schlecht waren. War wie schwarzes Geld. Ey, wenn die echt jetzt den Turm holen, ne? Oh
Aber immerhin haben sie fast den Eisgolem getötet. Kannst du mal dichter ans Headset rankommen? Nicer Friedhof, Alter. Weiter bei Ken Tank. Well played. Oh mein Gott. Jetzt habt ihr mich nicht gut gehört? Ging, Alter. Es klingt so, als wenn du auf der anderen Seite im Raum sitzen würdest. Jetzt gerade. Ja, jetzt weiß ich auch nicht, Mann. Jetzt sei leise und spiel. Verkacke jetzt. Gewinn das endlich, damit der nächste spielen kann. Meine Güte, es ist ja traurig. Es ist so schrecklich. Es ist so schrecklich. Lol, Max, du hast mir, glaube ich, gerade richtig krass geholfen. Na? Bei meinem Computer, ich wundere mich schon immer, ich dachte, das Mikrofon von meinem Kopfhörern ist das. Anscheinend wird immer das Mikrofon von meinem MacBook genommen. Ja. Das ist ja richtig scheiße. Das ist ja richtig scheiße. Das ist natürlich geil. Warum wird denn das genommen? Ich war gerade halt weg, ein Tick von meinem Computer und deswegen. Hä? Aber ich hab gewonnen. Egal, ist auch egal, ich hab gewonnen. Sach alles. Ich kann denn der Gegner sowas machen, Mann? Das überfordert mich. Ich verstehe es nicht. Ich hab sechs Seppis auf dem Feld. Oh mein Gott, der Dark Prince! Bobby, du bist Dark mein Prince. Held. Gibt dir halt wirklich den Dark Prince. Junge, der hat keinen Hit rausgeholt. Rausgeholt? Alter, du stunst einfach mal alles. Junge, das sieht so witzig aus mit denen auf dem Feld. Ja, da hilft auch kein Tornado. Meine Güte, ist das ein Abnippeln vom Gegner. Alter, das war ja so schlecht gespielt vom Gegner. Aber er BM. Das kann er. Wir machen weiter, ich mach weiter. 6-2. Dann warte, zeig nochmal Deck bitte, Max. Ich hab nämlich doch, ich hab's ja nicht drin. Zeig nochmal. War da der Rogo drin oder nicht? Ja. Ey, ich hab eine Idee. Alle, die 6-1 schaffen, dann öffnen wir die Truhe und wer die bessere Truhe hat, gewinnt. Nice, weil wir alle schon 5-2 stehen, schaffen wir auch 6-1. Ja, genau. Wir schaffen alle 6-1, Lobby. Wir haben alle 2 Niederlagen. 6-2. Also wer 6 Siege schafft und dann bewertet, wer dann die bessere Truhe hat, der gewinnt. Was ist denn für eine bessere Truhe? Siegestruhe. Die Siegestruhe, ja, aber da kommt doch eh noch Müll raus. Nichts raus, da kommt eine Karte, sagen, alle gleich da kannst du sagen, ja, da kannst du sagen. Ja, Ballon, 22 Tester, Ballon. 2 Dart Goblin und 600 Gold. Ja, ich zieh eine Legendary raus und hab gewonnen, tschüss. Wahrscheinlich. Ne, keine Ahnung, da müssen wir irgendwas anderes machen. Guck mal, Flo, wir können ja auch gleich überprüfen, ob die Seppis auch den, auf die Luft stunnen. Irgendwie nicht, oder? Irgendwie nicht. Das ist echt geil, wie sie den Inferno Dragon resetten. Na übel, ey, das war null Verdienst der Seppis. Alter, sind die dumm, die können nicht mal Firethrills töten. Alter, sind die schlecht. Die sind gar nicht so schlecht, weil die sind so dumm. Nein, witzig. Die Stats sind okay, aber die sind einfach so dumm. Die sind wie die Barbaren in Clash of Clans. Die haben gute Stats, aber die sind so dumm einfach. Dumm, die sind einfach dumm. Ja. Genauso wie in Clash Royale auch. Ja, stimmt. Naja. Mach Schaden. Oh, wie die alle den Holzfäller durchlaufen Let's lassen. Go. Ja, das macht einfach Spaß. Oh, die sind auch schnell. Na, Leck. Hilfe. Leck. Alter, ist ihn da weggekontert. Merkmal activated. Heißes Holz, Junge. Oh Terror Ghost. Oh dort spare ich mal Holzer. So, wie sieht's denn aus hier? Oh, du führst ja sogar. Ey, wir könnten es, glaube ich, tatsächlich heute schaffen. Das haben wir noch nie geschafft, dass alle. Ich krieg hier gleich wieder den Tryhard des Todes. Ich krieg gleich Soaking als Gegner. Der haut mich flawless einfach um und dann sag ich, ja, unsere Gegner waren alle gleich gut. Wir können alle mit 6-2 rausgehen. Wir sind noch nie alle mit demselben Ergebnis rausgegangen, oder? Ich glaube nicht. Gute diese, Alter. Gute. Alter, du hast keinen Zauber, das tut gerade richtig weh, oder? Tut denn da weh? Wenn ich so in seine Hälfte also gucke, da dann würde mir das Skelett schon wehtun. Junge, connected. Wie kann er denn jetzt auch noch einen Elektromagier haben, Mann? Also mir würde Apple das echt wehtun. Ja, Flobby, mir auch. Mir würde es echt wehtun, was da ankommt. Oh, Big Spin? Ich hab verloren, ich kann nichts machen. Ja, das kann ich bestätigen. Ja, ist nicht die Antwort, Mann. Oh mein Gott, du hast verloren. Oh mein Wenn Gott, ihr mal ist alle das gut. Wenn euren Schnabel halten würdet, ne, dann... Oh, Schnabel. Wunderbar. Ich sag alle, hör mal den Schnabel. Der hat verloren, der hat verloren. Ja, ja, wahrscheinlich hat er verloren, yo. What the Klar fuck? Klar hat er verloren. Ach, ja, Bixbin verliert, easy. Bixbin verliert. Bixbin ist echt so ein... Bixbin kann kein Schwein. Alter, Bixbin macht jetzt auch keinen Spaß, der spielt so richtig ernst. Der Gegner checkt nicht, dass der Royal Ghost die Fire Spirit spielt. Bixbin kann kein Clash Royale spielen. So, tschüss. Mach's gut. Jetzt schreibt er gut Game. Oh mein Gott, du hast noch gewonnen. Ich schwöre, ich habe 100% gelebt, dass du schon verloren gelebt hast. Gelebt hat das. Ich habe 100% gelebt. So, das war das erste Mal, dass Bixbin hier gut gespielt hat. Und dann hat er sich den Sieg geholt. Bei Flobby kann man das nicht behaupten.
Floppy hat hier 6 Free Wins bekommen und zweimal gesagt. So. Ja, oh mein Gott. Und du? Jetzt liegt alles an dir. Jetzt liegt alles wenn an ich jetzt verliere, Leute. Ich hätte der Sieger der Challenge sein können, der Volksheld. So, ich öffne jetzt meine Siegestruhe. Okay, ich hab nur Müll. Oh Gott, komm schon, okay. Jetzt einfach mal normal. So ein Gegner wie Floppy. Floppy hat nur so welche Gegner. Egal, was wir für eine Challenge machen. Einmal jetzt so ein Floppy-Gegner. Bei Nasha, the Royal Team. Ein richtiger Floppy-Gegner. Eine Runde mal. Der kann auch AFK gehen, der kann failen. Bei Nasha, yo. So, nice. Das Elixier failen. Oh, schon wieder gegen Ofen. So. Ach, die Anspannung. Ich habe das Gefühl. Free. Win. Free. Win. Diese Hoffnung. Nice. Alter, die Flugmaschine, die sieht echt Free Win aus. Ne? Oh mein Gott, er hat ja schon wieder alles in der Luft. Und... Oh! Was hat denn der alles, Mann? Der hat zwar nicht gut. Der hat jetzt selbst noch irgendwie. Gut. Das ist erstmal Damage. Ja, ja, ist ja richtig. Inferno Jake. Wo um alles in der Welt ist das Damage? Ich guck, der hat alles gegen Luft. Die Seppi ist da auch noch. Das Holz auch. Stimmt, ey. Besonders die Seppi. Seid ihr auf Drogen, schreibt hier einer. Der ist Platz 4, weil. Oh mein Gott, er hat einen Poison Spell. Wie geil. Er hat einfach einen Poison Spell. Bei Nasha und Very Bro sind beste Freunde. Komm schon, ruhig. Definitiv, dude. Okay, okay, okay. Definitiv. Ja. Ich try harde gerade so krass, ja, Alter. Mann, ich so spiele hier um mein Leben. Das ist so witzig. Man hört schon an seiner Atmung. Ja, man hört es echt. Man hört es echt. Junge, was ist das denn? Was ist das? Das ist gut. Roy goes am Turm, Friedhof kommt dazu, Ofen ist erstmal weg. Nein. Flugmaschine ist langsam, Holz kommt, es ist viel, viel, viel Damage. Okay. Mhm. Ey. Nee! Das ist so lame. Wie war das jetzt geschehen? Wie hast du jetzt so viel Damage gemacht? Wie geht das? Hä? Er hat doch Funk gespielt eigentlich. Okay, frag nicht nach Sonnenschein, Mann. Alter, wie hast du denn jetzt den Turm da bekommen? So? Oh mein Gott, er hat einen Mega-Ritter, wie geil. Oh mein Gott, guck dir den an. Na, guck dir den nicht an. Guck ihn dir genau an. Der wird so zershreddet. Oh, wie mit den Akustikelementen. Ja, der ist so geraged. Mann! Zack. Das macht doch irgendwo keinen Spaß. Doch. Ja. Alter, was machen wir jetzt? Wir stehen immer noch alle unentschieden. Wir stehen alle 6-2. Und jetzt, toll, Trube werden. Ich sag Trube werden und Abstimmung. Ich weiß meine Trube von vorne an. Von vorne schon wieder 10 Gems wasten. 10 Gems wasten, sagt er hier. Der hat hier gerade die 8 Milliarden Euro Spende kassiert. Das ist richtig. Ja, und du hast gewonnen, wie auch immer. Oh, ist das gut. Ja. Oh, bin ich jetzt zufrieden mit mir. Ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Stolz. Okay. Schön. Ja. Alter, wunderbar, wir stehen alle 6-2. Auf ein neues, Leute. Aber jetzt, wer einmal verliert, ist raus, ne? Ja, jetzt wird er mit Chef Strobel, Alter. Damit wir dann einer damit wir sofort einen Verlierer haben. Ja. Mhm. Und ich fange an. Das heißt, wenn ich jetzt rausfliege, habe ich verloren. Genau. Ich habe keine 10 Gems. Ich habe keine 10 Gems. Jetzt im Ernst? Nee, habe ich nicht. Ja, aber doch nicht. Es ist so, ich habe 3 Gems. Lol. Du hast ein Max-Account, aber 3 Gems. Soll ich Deck machen? Nee. Okay, ja, neues Deck. 3, 2, 1, go. Das ist geil. Das ist ein Deck, ich habe mal in deinen Titel geguckt und einfach denkt. Geil. Oh Gott, was ist das denn für ein Deck? Das tut ja schon beim Hinsehen weh. Oh, mach ja Werbung für die Gems. Okay, ich mache eine 2-Sekunden-Werbung. So, Floppy, sag, wenn du reingehst. Das ist auch richtig geil. Ich wurde auf Twitter angeschrieben, ob ich eine G2G-Gems-Billig-Verkaufen-Seite unterstützen wollen würde und ihnen einem Insta-Shoutout geben würde täglich und immer verlinken würde. Alter, geil, das ist doch gut. Komm auf die dunkle Seite, dann mach du. Doch, mach das doch. Hab ich direkt eingeschlagen. Ja. Sag, wenn du in-game bist, Floppy. Ja. In den Game. Gut. Gegen Dalawasser. Das ist dein letztes Game für heute, Floppy, ne? Was? Nee.
Eigentlich habe ich. Du verlierst das jetzt und bist raus. Oder es könnte auch dein letztes Game sein, du gewinnst jetzt und ich und Big Spin verlieren. Ja, ich bin nämlich gegen Dalabasa. Warst du in Madrid? Hört man, ne? Bei der Aussprache. Ja, Mann. Stark, Flobby. Ich weiß. Das Deck hattet ihr schon mal? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Nee, hatten wir nicht nochmal. Hatten wir schon mal. Ich tryhardte jetzt auch. Oh! Da hat jemand jetzt aber gezeigt, dass er ein Holz hat. Überraschung. Zwei richtige Zauber in der Challenge. Poise und Holz. Das ist ja echt ein Wunder, dass er ein Holz dabei hat. Ja. Oh, ey, kein Holz. Wie kann eigentlich... Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das? Ich spiele nur die Karte, aber das bringt nichts. Niente, nada. Hola, hola. Okay. Das ist Damage, aber ich hätte gedacht, der Turm fällt. Aber alles cool. Alles cool. Wir kräpeln hier noch bis 11 rum oder so. Oder bis 11:30, weil wir alle gewinnen. Hast du Steuern hinterzogen, fragt hier jemand. Ja. Ganz heftig. Warum? Wie kommt man sowas? Ich hatte noch nie eine Steuerzahlung. Die kommt jetzt erst Ende des Jahres. Fuck, wir haben Ende des Jahres. Auf mich zu, ja. So. Hast du Steuern hinterzogen? Was ist die Frage? Nice. Oh nö. Alter. Der Gegner macht mir Spaß. So. Das ist gut. Schön. Schön, Flobby. Der Surround hat mal wunderbar funktioniert. Ja, hat er. Vor allem, wenn er da einfach... Ja, wirklich, ne? Ja, echt, wirklich. Ja, aber der Jump kam doch schon raus. Dann bringt's halt auch nichts. Ja, natürlich. Aber ich hatte kein Elixier. Das ist besser als nix. Das stimmt. Nix Elixier sind besser als keins. Und lieber den Turm da, den Schaden da haben. Ja, genau. Was macht der denn jetzt? Bitte hier nicht übertreiben. That is a great question. Was ist das? Hilfe. Das war so schlecht. Ja. Der hat mir, glaube ich, gerade sogar einen Gefallen getan. Guck doch mal einer an da. Bitte. Ja. Er lässt die Princess am Leben durch den Move, ey. Alter, der Tornado war jetzt wiederum gut. Oh, Lolli. Oh, Alter, das ist doch... Mir wird richtig schlecht. Ja. Boah. Ich habe jedenfalls noch eine Prinzessin auf der anderen Seite. Falls ihm das nicht auffällt. Nee, es interessiert ihn peripher. Was sind das für Poison-Spells immer? Also, was ich frage ihn das doch so. Einfach so. Oh mein Gott. Frag doch nicht nach. Flobby! Oh mein Gott. Wenn du das jetzt verlierst? Nein, der ist doch schon am Turm. Flobby? Du hast keinen Zauber dabei. Jetzt bitte ein Holz. Hä, was macht der da? Was macht der da? Ich habe ja keinen Spell, aber jede Princess finisht das Game. Kann der mal aufhören, die ganze Zeit zu denken, er gewinnt damit? Hallo. Was ist dieser Poison Spell? Und die Princess macht's. Alter, Flobby, deine Gegner, das ist echt... Ich lade dich nicht mehr ein in Zukunft. Ich lade dich nicht mehr ein. Okay, tschüss. Wie kannst du das denn? Wir könnten jetzt noch 50 Games machen. Das wären 50 mal deine Gegner. Ich spiele echt richtig Müll, das ist unglaublich. Oh mein Gott. Das ist zu mal, ja. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich führe. Ja, hab ich's für das Game rein. Und Flobby halt bitte die Schnauze. Ich krieg Kopfschmerzen. Ich hab Freunde Flobby und Spinnerbig. Nice. Flobby und Spinnerbig. Malermeister spielt 20 Euro. Vielen Dank dafür. Guten Rutsch. Danke. Dir auch. Danke für die Spende. Geil, 20 Euro. Eine Menge Geld. Dankeschön. Euch allen einen guten Rutsch hier übrigens, falls wir uns nicht mehr sehen. Ich glaube, er meinte mich, weil ich heiße einen guten Rutsch. Nein, so, falsch. Weißt du? Tschüss. Oh, so ein Royal. Also, weißt du, dieser Challenge, einen Royal Giant auszupacken, als ist wirklich. Grenzt schon an Körperverletzung. Ja, das ist schon. Mhm. Es gibt so viele gute Decks. Also, ich frage mich halt echt, wie die Leute darauf kommen, wirklich einen Royal Giant zu spielen. Also, hier gibt es nur Mega Ritter, Elite Barbaren, Inferno Dragon, Mega Minion. Alles. Aber nur nicht den Royal Giant. Ja, ihr habt die Gegner einfach noch nicht durchschaut, das ist euer Problem. Trauriges halt. Wenn Max verliert, dann kann er sich in Grund und Boden schämen. Das ist nicht traurig, das ist witzig, oder? Ja, genau, meine ich ja. Für ihn natürlich traurig. Das stimmt. Hör mal auf, hören bitte mich zu belästigen, danke. Anzeige ist raus, Belästigung ist da. Danke, Henk. Ohne Schaden. Bis. Alter, der Henk hat echt alle Skelette abgerollt. Außer eins, das war Larry. Alle außer eins. Oh. Gute diese. Oh, lol.
hab mit Royal Giant 6-0 gewonnen. Ja, man kann, das Traurige ist, dass diese Challenge auf so einem wirklich hohen Niveau mit so großartigen Spielern. Es liegt daran, dass es einfach nur 6 Siege gibt. Ja, aber ich sag mal, bei 10, 11, 12 würden Gegner kommen, die vielleicht ein bisschen was drauf haben, aber... Ja, und die Challenge spielt halt deswegen auch fast keiner. Das ist auch nicht so lohnt. Ich meine, was hat man bekommen für die Challenge? 3 Gems und 6000 Gold? Ja, ich glaube, es waren 4 Gems tatsächlich. 4 Gems, 4000 Gold. 6000 Gold. 2016, 2017 und 2018. Ja, 16 plus 17 plus 18 ist, wie jeder weiß. Kommst du, glaube ich, jetzt will ich was hören. 52? Nein, 51. 51, 51, oh mein Gott. Alter. Aua, bist so ein Anti-Genie, ne? Alter. Anti-Genie. Oh. Na, dieser Kobo, wie er da wieder durchkommt, einen Hit rausbekommt. Also, müssen wir natürlich folgern. Das sind 6051 Gold. Hat sich schon gelohnt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also, der Einzige, der hier wirklich die Plays raushaut, ist tatsächlich. Ja, war das jetzt gut? Nee. Doch, die Princess. Wieso denn nicht, Alter? Wo war das denn nicht gut? Die Princess lebt halt noch. Also, doch, das war schon geil. Also, die hat halt überlebt, ne? Guck mal, wie viel er noch reinsetzen muss. Ja, das war schon geil. Und die ja, Princess killt jetzt den Shit da hinten. Und die Fledermäuse. Oh mein Gott, der halt sauer. Die Princess lebt halt immer noch. Das ist die Princess, die jetzt hier finisht. Guckt euch die Princess an. Also, Flobby lackt sich hier durch und Bixxer macht hier wenigstens die Plays. Aber ich glaube an ihn, dass er es noch verliert. Danke, danke für eure Ehre und Ruhm. Kommt da irgendwas noch? Nee, der ist ja so beschränkt, meine Güte. Alter, sind die Gegner schlecht. Ich hab so Schmerzen, wenn ich das sehe. Das Traurige ist halt, dass Max jetzt verliert, hab ich irgendwie ein Gefühl. Den nee, das ist ein gutes Deck für mich. Das ist ein gutes Deck für mich, komm, das krieg ich hin. Oh, komm schon, jetzt muss ich gewinnen. Jetzt musst du gewinnen. Okay. Ich spiele hier halt echt um mein Leben. Oh, komm, bitte setz was. Okay. Das ist gut. Er spielt schon mal sehr aggressiv. Das befürworte ich. Das ist? Befürworte ich. Was? Das befürworte ich. Zack, zack, zack. Ja, nice. Hunter auch in die ganzen Fire Spirits. Tank. Außerhalb der trotzdem. Turmreichweite, auch das ist was Alter, Feines. Da ich mir das nicht antun kann, bin ich kurz eine halbe Minute weg. Oh, das Holz. Wenn er hinten wirft, er hätte es alle nach vorne werfen können und alles wäre gut. Oh Gott. Junge. Wenn ich wiederkomme, hast du verloren. Auf danke. Gar keinen Fall. Was mich halt wundert, ist, dass er das dann in meinen nicht an King Tower gesetzt hat. Ich bin ja wundert, dass hier so ein geiler Heilzauber jetzt kommt. Und die Flugmaschine, ja, die ist noch nicht am Turm. Heißer Heilzauber. Ah, für die Flugmaschine, nee, das war wieder. Na, Junge. Ah, das ist halt Damage. Da. Damage ist Damage, das ist das Motto. Holz nach hinten. Nein! Oh, alle drei! Alle drei. Oh, ist der Gegner schön. Jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt, einfach mal Flobby zu heißen. Einfach mal richtige Flobby-Gegner zu bekommen. Die haben nicht die Grundlagen in Clash Royale drauf. Es ist einfach mal schön. Wollen wir hier die Elite-Barbaren predikten? Guck mal. Gut gemacht. Dankeschön. Alter, das Holz. Das Holz schon wieder, Junge. Es kommt immer mein. So spät. Sehr interessant. Sehr interessant. Nein. Oh doch. Mano, wieso denn? Boah, spielt der geil. Genau das so. Ist so gut. Mann. Mythos, was ist mit ihm? Nein. Kein Holz hast du da gerade geworfen. Hat er ein Holz geworfen, hab ich gar nicht geahnt. Ja, hat er. Boah, er trifft die Princess nicht. Oh, ich glaube, der will er auch gar nicht. Na klar, der Royal Giant. Wer ist denn sonst dabei? Let's go. Ja, gut, du hast auch gegen Royal Giant gespielt. Ja, aber guck doch mal, wie er spielt. Kann doch das nicht sein. Das ist echt so verdient. Als ob du gewonnen hast. Und zwar so richtig. Ich habe so einen richtigen Flobby-Gegner bekommen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, Royal Giant. Ein Flobby-Gegner, wie er leibt und lebt. Ja, das, ja. Ja. Geil. Endlich. Jetzt, ich hab's so vermisst. Three Crown. Mann, das war, glaube ich, der schlechteste. Wunderbar, was ich ihn jetzt bekommen habe. Jetzt, wo es wirklich drauf ankommt. Okay. Gut.
Ja, wir stehen halt alle 7-2, Alter. Wir finishen das nicht. Also. Nächstes Deck. Das wird hier noch bis Bist du Jahre ready? Gehen. Ja, mach. Neues Deck in 3, 2, 1, go! Das ist ein geiles Deck. Wir haben halt entweder alle verloren. Das ist ein geiles Deck. Gewonnen. Das ist mein Lieblingsdeck von heute. Echt? Das ist ein Freewin für mich. Okay. Baut mal schön nach. Junge, wo ist denn das ein Freewin? Wo ist der Direct Damage? Direct Damage? Ja, das ist überhaupt nichts, Mann. Damit kriegst du doch gar keinen Turbschaden. Ach du Schande. Das ist das Deck, womit ihr verliert und ich gewinne. Das mit Abstand das schlechteste Deck vom heutigen Tag gesagt. Ja, das ist das beste Deck. Ja, ist der Klon drin, deswegen hat er gewonnen. Stimmt, habe ich vergessen. Aber. Stabilox spendet 1 Euro. Traurig ist Floppy, knallt nur Böller. Oh, damn. Stabilox ist da. Ja. So. Nice. Danke. Danke. Gut, dann. Habt ihr ein Deck? Floppy, bist du in-game? Ich starte, ja. Also es wird von uns nur gewinnen, wer einen Gegner kriegt, der richtig schön reinzackt. Ja. Aber, jetzt hier die alternativen Plays, ne? Ihr müsst jetzt beide gucken. Oh, einer ist nicht im Game. Jetzt hier. Zach. Und Zach. Das war schon mal ein Play, den sieht man nicht überall. Nee, du, der ist auch scheiße. Für so viel Elixier. Oh mein Gott! Der Gegner. Der Gegner. Was hast du gerade gesagt? Den Play sieht man nicht. Nicht überall. Und dann macht er genau den gleichen Scheiß. Schön. Jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich? Achso. Was macht er denn da? Wie fand ich das gut? Tut das eigentlich nicht schon den Leuten weh, oder? So, Leute, da ihr ja wisst, man sieht diese Alte. Wahrscheinlich hat er den Poison zum ersten Mal gesehen in seinem Leben. Überall. Zach. Zach, ein Huhn, drei Gänse, so. Boah, das ist ein Play und. Das ist so, also wenn du mit so einer Kacke hier gewinnst, ne? Das ist erbärmlich. Das ist wirklich. Guck dir ihn an, Alter, guck ihn dir einfach an. Ja, die Fledermäuse sind halt echt da. Wo kommen die Fledermäuse her, hä? Der Dark Prince, ist mir gerade aufgefallen, hat wirklich nur. Also hat er gar keinen Leben. Halt Junge, die machen so viel Schaden. Ach man, das. Oh, der Inferno Drain, geil. Ihr wisst ja, ich werde jetzt so eine Kombi machen, das ist unglaublich. Werd jetzt. Nee, werde ich auch nicht. Oh, jetzt hast du aber. Alter, der heilt. Der will Skelette heilen in Poison. Gott. Alter, Floppy! Oh mein Gott. Big Spin, sag doch mal bitte was dazu. Egal wie scheiße unsere Gegner sind, Floppys Gegner sind auf einem neuen Level scheiße. Ich muss mir meine Stimme sparen, ich sag doch zu nix. Ja. Kenn ich. Ding ist. Oh mein Gott, lol. Engado spendet einfach 2 Euro. Wollte Stabilox auch wieder dabei, sehe ich gerade. Bitte, dass das nicht wieder losgeht. Die Spendenunterhaltung, Alter. Alter, guck dir mal an, was da mit dem Dark Princeton passiert. Oh mein Gott, der meine. Der Gegner weiß nicht. Geschieht, ja. Zach, 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 zach. Kannst du mal aufhören, zach zu sagen? Zach. Komm schon, verteidige. Komm, die Ton einfach verteidigen. Ja, komm. Oh Mann, Max, nein! Ich verstehe gar nicht, was du eigentlich so dafür sagst. So schlimm, hast. Das kann doch nicht sein, dass er seit Wochen und Monaten nur solche Gegner bekommt. Seit Jahren. Wisst ihr, wie das auch so richtig wehtut? Den Zuschauern, die da teilweise in der Challenge schwitzen müssen, weil es teilweise echt gute Gegner gibt. Aber Floppy würde sie niemals bekommen. Alle. Ja. Alle Gegner von Floppy, die Trophäen zusammengerechnet, von den letzten 50 Gegnern in der Random Deck Challenge, beträgt 4000 Trophäen. Das ist schon echt, das ist schon echt übel. So, wenigstens geht's Game rein. Wenigstens, ich bin da. Wenigstens verlierst du jetzt, sodass ich schon mal safe nicht letzter bin. Verchetti aus Tien, Nicaragua. Oh, okay. Nicaragua. Gut. Das Ding ist halt einfach, das Deck ist wirklich richtig scheiße. Deswegen bin ich der Hoffnung, dass das eventuell jetzt negativ ausgehen könnte. Wenn er jetzt hier ein legit Deck hat, irgendwie so. Ja, das ist. Keine Ahnung. Macht er gut. Aber bisher hatte, glaube ich, noch kein einziger Gegner von uns ein Meta-Deck, oder? Nein. Es gibt kein Meta-Deck, das ist die modernen. Ja, doch, es gibt aber ansatzweise. Es gibt einige Meta-Decks. Es gibt welche, wo sich im Prinzip wenigstens erkennen lässt, aber doch nicht sowas. Nachtdecks, okay. Nachtdecks ist schon mal gar nicht schlecht so.
Ja, Ofen ist auch in Ordnung. Den Ofen hättest du aber predicten können. Ja. Junge. Alter, das wäre echt ein alternativer Play. Junge, das wär gut gewesen, aber hätte ja den Ofen auch, glaube ich, auch nicht so gesetzt. Ja. Ich hätte den theoretisch über die Brücke wegsnipen können, das hätte ich machen können, aber das reicht auch. Allein, dass wir auch alle 6-2 vorher stehen und jetzt einfach alles wieder gewinnen. Ja, wir stehen alle 7-2. Die Leute auf YouTube, die sehen das Video wieder und denken so, yo, das Video geht anderthalb Stunden, super. Gucke ich mir komplett an. Ja, wir müssen eigentlich echt mal so ein, einfach so 0-3, 0-3, 1-3. Wir haben also richtig entspannt. Ja, einfach nur, wer den Win kriegt. Weißt so ein 7 Minuten, so ein normales YouTube-Video geht 7 Minuten. Das schaffe ich aber auch nie, also 7 Minuten, das ist wirklich... Für Clash Royale finde ich das ein bisschen unterirdisch. Oh mein also Gott. Engado spendet 41 Euro. Das Jahr geht zu Ende. Mein Geldbeutel auch. Vielen Dank. Lol. Alter, danke. Fettes Danke. Engados haut wieder raus. Also. Nein. Heftig. Aufhören. Oh, es spielt schon, also jeder Gegner von Flobby ist scheiße und jeder Gegner von Big Spin spielt den Royal Giant. Ja, der ist aber auch nicht verkehrt, jetzt mal no joke. Der geht schon einigermaßen klar so. Natürlich ist es keine absolute Maschine oder so, aber es ist in Ordnung. Bin ich nicht. Ach komm, ey. Oh. Ja, ich habe ja keinen Damage und dann kommt einer um die Ecke und sagt, das ist das beste Deck, was wir heute hatten. Streamst du morgen auch? Ah, oh, weiß ich gar nicht. Schön, wie ihr auch? Beide einfach nicht gewinnt. Nee. Oder was ist denn morgen für ein Tag? Aktiv mit 15 Euro an Bixman. Hashtag VeryPro. Jo, vielen Dank. Vielen Dank, geile Sache. So, jetzt Zeit davon zu verlieren, Bixman. Davon kaufe ich mir direkt eine neue Stimme. Oh. Jetzt ist Zeit zu verlieren, Bixman. Die Spende ist Ich verstehe gar nicht, was ihr eigentlich die ganze Zeit habt, ey. Ihr wollt ja, dass ich verliere, aber ihr wisst doch, früher oder später werde ich doch das Ding gewinnen. Ja, stimmt. Sorry eigentlich, dass wir das... Das ist ja also... Komplett. Ja. Ach Gott, hör mir auf jetzt. Well, Saint würde ich ja sagen. Was würdest du sagen? Nee, gar nichts. Alles gut. Okay. Einfach verlier bitte. Würdest du also sagen? Okay. Erstmal sterbe ich, wenn ich sehe, was ihr für Gegner bekommt. Und zweitens sterbe ich. Ich friere einfach, aber mein Rücken ist klitschnass geschwitzt. Das ist natürlich geil. Das ist echt geil. Für das Team und für Silvester. Das sind die besten Voraussetzungen. Da bin ich ja relativ froh, dass es mir noch einigermaßen gut geht. Ja. Nur, dass ich halt keine Stimme habe, ne? Aber ja, gut, dafür hast du keine Stimme. Ja, oh, oh. Fire Spirits, nice. Junge, ich verstehe halt nicht. Game wird so richtig knapp, so richtig ranziges, knappes Ranz-Game wird das. Du musst es einfach nur verlieren, das wäre einfach so schön. Er trifft halt mit dem Poison Spell auch immer so wie ich, das ist das Problem. Das ist einfach das Problem. Komm, kein Hit mehr. Oh, kein Hit mehr, fantastisch. Bitte verliert mal jetzt beide. Ich möchte hier, also, das ist jetzt hier, ich möchte jetzt mal. Es setzt doch jetzt jedes Mal den verdammten Ofen, sag ich ja. Jedes Mal den verdammten Ranzofen. Ja, ich hab verloren, keine Ahnung. Oh, ja, ich hab verloren, wie dieser Tilt. Ja, gib dir. Der kriegt nicht raus. Der kriegt zwei Hits raus, du. Ein Hit, was laberst du? Schade. Oh, wer tankt? Oh, die falsche Karte tankt. Die falsche. Junge, hör doch mal auf, meine Taktik zu kopieren. Oh, der spielt so gut einfach mal. Der spielt halt wirklich gut, ne? Es ist so schön. Der spielt halt wirklich. Es ist no joke jetzt, der spielt gut. Ja, ich weiß. Wie kann er denn, Mann? Ein Poison noch. Der kann nicht mal Team schreiben. Lukas, es ist mir eine Ehre, vor dir zu sein. Kann nicht Team schreiben, guck mal seinen Clan-Namen an. Teen. Alter, du spielst das so gut. Also, du hast verloren. So. Kannst du einmal nachgucken, wie viele Pokale der hat? Ich freue mich jetzt. Ich freue mich jetzt. Das beste Deck des Tages. Dass du raus bist. Aber, wenn ich jetzt verkacke, ist das scheißegal. Dann hat nämlich der doofe Flobby gewonnen und das wollen wir nicht. Der doofe Hater hier. Ach, meine Güte, das kann nicht sein. Ich geh ins Game. Bigs hat noch nie eine Random Deck Challenge gewonnen. Ich hab halt wirklich glaubt. Na, warte jetzt. Warte, stopp. London. London CE, das war nicht offiziell. Das wie Pokal hatte der? Der hatte, gute Frage. Alter, Flobby, ich werde dich so aus dieser Challenge kicken. Dir wird Hören und Sehen vergehen. Du wirst Silvester nicht feiern können. Ich werde dich so aus der Challenge kicken. Das glaubst du gar nicht.
Was sagst du dazu, Flobby? Ich glaube. Alter, es ist Zeit für einen alternativen Play. Warte mal kurz, was? Boom. Bixbin, hast du es gerade gesehen? Bixbin, hast du es gerade gesehen? Was hat der Gegner da mit dem Tornado? Wo ist der Tornado hin? Er hat sein King Tornado. Tornado? Wieso denn King Tornado? Das habe ich auch schon, das habe ich im Ladder. Oh, Turm ist mit eingefroren. Ich habe mich nicht hochbar gemacht. Alter, die Plays. Holy shit! Alter, ich bin unfassbar geil. Also tut mir leid, mit dem Play, da feiere ich mich. Geil. Oh. Das war jetzt zu heftig daran, eine Hexe zu klonen. Eine Hexe zu klonen? Alter, der Idiot-Baba, guck mal. Guck mal hier, danke für den Guter. Ja, eine Hexe. Zack. Ja, eine Hexe zu klonen. Shit, Mann. Max, ja. Was tut er da? Ja. Nein, Mann! Nein, ihr wisst, was ich machen wollte. Ja, komm. Ja, wir wussten es, aber... Oh, perfekt in Turmreichweite. Oh, sein, das oh! Schön. Das war echt nicht schlecht. Und jetzt trifft er gut. Noch bei... Oh, gut, mein Gott! Very pro. Danke, Leute. Alter, ich guck grad in deine Spenden, auf einmal sind da 370 Euro. Wo kommen die jetzt her? Das gucken wir mal. Das sind nochmal 50 reingekommen gerade, WTF. Echt? Halt, ich sehe es im Check gerade. Im Check? Aber nicht in Gardus. Bitte einfach nicht in Gardus. Dann ist alles gut. Aber nicht in Gardus. Ich glaube schon, wir schreiben in Gardus, Alter. Nein, das war nicht nochmal in Gardus. Nee. Nein. Boom! Alter! Abgele, oh mein Gott, RIP an dich. Ciao, mach's gut. Also, obwohl, ah nee, das war seiner. Nee, doch. Nee, doch, ja. Was denn dagegen? Alles solide. Ach, das ist unfair. Was ist unfair? Rigged. Was du machst. Warum ist das unfair? Mhm. Weil du ihn gekehrt hast, ohne dass du Schaden bekommen hast. Ja, genau deswegen ist es. Finde ich unfair, muss ich sagen. Das ist nein. Ja quasi ist ja heute unser Season-End-Stream, oder? Nur mit einer Random-Challenge. Quasi. Eigentlich, ja, stimmt, eigentlich schon, ja. Die nächste Season müssen wir echt wieder mal diesen Season-End-Stream machen. Ja, den müssen wir machen. Also morgen wird es halt schwierig, ne? Klappt halt nicht, aber. Ja. Nächste Season kriegen wir das mal hin. Gut, der ist am Turm gewesen, kurz, geil. Na, diese ganze Fledermaus-Armee, die du darauf beschwörst. Geil, ne? Das habt ihr nicht gemacht. Ihr habt das gleiche Deck. Komm schon, Damage. Boah, der Geklonte macht es wieder. Immer der Geklonte. Kann halt einfach nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein. Jetzt fängt er an, irgendwie Murks zu machen. Hoffentlich kassiert's. Was siehst du jetzt? Poison Spell ist da, Junge. Poison Spell ist da. Was nee. Ist das für ein Tornado? Was ist das für ein Tornado? Max. Wie viel Schaden macht Max, ein Poison? Max, ein Max, Poison, nur ein Poison reicht. Ein Poison reicht. Ein Poison reicht. Ein Poison reicht. Flobby, geh nach Hause. Ein Poison reicht nicht. Was? Reicht nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, dieser Bait. Dafür kannst du einen Dauerreport. Wenn du jetzt noch verlierst, das oh, was macht denn der Gegner? Wenn Supercell das sieht, dann wirst du in deinen Account gebannt. Alter, dieser Bait, Mann, hätte ich jetzt Alter, noch Max, verloren, ne? Max war gerade richtig sauer. Oh mein Gott, meine Fresse. Alter. Dieser Hexenplay zu Beginn. Das sind Klonplays, die sind nicht von dieser Welt. Ey, das war genauso wie damals die drei Musketiere mit der Zeit kritisch gebaitet haben, Junge. Aber ohne Witz. Engardo spendet 50 Euro über den Devices Cost. Die letzte Spende dieses Jahres. 25 Flobby, 25 Big Spin. So. Alter, vielen lieben Dank, Mann. Vielen Dank. 25. Mann. Engardo rippt uns hier, Alter. Danke. Ich glaube auch, hättest du das Game verloren, dann hättest nicht der Gegner das gewonnen, sondern ich. Du musst die Zahlen lernen, Bro. Alter, das ist das ja, Max. Hier. Ja, Flobby. Nächsten Deck hier raus. Hier. Wir sind die einzigen, die noch drin sind, ne? Ja. Boah, ich werde dich so lang machen, Alter. Du kriegst jetzt nämlich mal richtige Gegner. Und dann wird sich der Skill durchsetzen. Der Fischer ist raus, jetzt krieg ich. Der Fischer ist raus, ja. In der Challenge kann man auch mal 31. Ey, ohne Witz, Big Spin ist immer der Erste, der rauskommt. Immer. Rein. Ohne immer. Witz. Also, Big Spin ist der Fischer. Der Fischer fischt die guten Spieler Fische, einfach Fische. Weg. Du hast den Royal Giant Spieler von eben, der war so gut, kein anderer Spieler war im Ansatz so gut. Aber du hast es halt abbekommen. So. Es ist, halt es ist so. Wirklich so. Die letzten 48 Challenges, immer bist du der Fischer. So, jetzt generieren wir das nächste Deck.
Das wird das letzte Deck sein, da Floppy jetzt verlieren wird. Neues Deck in 3, 2, 1, go. Oh, bitte, Alter, das Deck ist richtig geil. Das ist mein echt? Deck. Dein Deck? Das heißt, es ist ein Klon drin, ne? Mm-mm. Nicht? Die Banditin. Geht los. Nice, die Banditin ist es. Die ist es. Ja, aber es ist auch ein Holzfäller drin. Deine Gegner lassen alle den Holzfäller connecten. Oh, der Holzfäller ist am Turm. Der macht 2000 Schaden. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das ist wie ein Eisgolem. Ey, ohne Witz, ich glaube, der Holzfäller heute, der war echt, wenn ich eine Karte nennen würde, der MVP. Die mich hier, ja, mein MVP, ja. Genau, du konntest es ausdrücken, ich wollte es sprachlich irgendwie. Sag, wenn du in-game bist. Das klappt halt bei dir nicht. Nee, das klappt halt nicht, so ganz. Brauch noch eine Karte, wie bin ich auf dem Holzfuß? Weg. Oh, du bist immer so holzig. Er ist auf dem Holzfuß. Hier siehst du es nochmal. Alter, du machst die Spannung viel zu groß, die Zuschauer warten. Ja, geh los, sorry. So, jetzt gewinne ich und du verlierst, danke. Ich spiele gegen Andrew Go Blue. Andrew Go Blue und Clan M Go Blue. Was? Die heißen alle wie ihr fucking Clan, das gibt's nicht. Ist kein Witz jetzt, Lukas. Und jetzt guckt euch mal diesen Anfang an. Also wenn, oh mein Gott, und er spielt den Bowl auf der anderen Seite. Alter, ich könnte so heulen. Oh mein Gott, lieber die geht unter Holz. Das hat er gelernt von seinem Bowl entdeckt, das sind genau die gleichen Probleme. Nein! Er lässt jeder... Alter. Wie war der Heil? Nicht so gut, oder? Nee, der war ziemlich Elixier-Waste-mäßig. Weißt du, was das Gute ist? Der Typ hat einen Friedhof dabei, der würde ich jetzt zerstören. Nö, ich kenne aber leider das Deck nicht. Goblin-Gang spielen. Oh Gott, das kann er noch gewinnen. Das war zwar der beschissenste Nein, Start. Das ist aber doch kein Royal Giant jetzt. Oh Gott, nicht, wenn da noch ein Eis mag. Ja. Oh nein. Mann! Hola. Was muss passieren, damit einmal Floppy den richtigen Gegner bekommt? Vor allem, wie muss ich denn Big Spin fühlen? Oh, bitte lauf nicht. Oh, das ist so scheiße, lieber nicht. Mag nicht nach Sonnenschein, sag ich dir. Oh, gut. Also, wenn ich gesehen habe, wie Big Spin's Royal Giant Gegner hier gerade gespielt hat. Das Ding ist, Max. Ja. Er wird den connecten lassen. Mm-mm. Nee, okay. Das war zu einfach. Ja, das war zu simpel. Es ist immer zu simpel. Warum rüber hier? Es tut, glaube ich, so, als wenn er irgendwas in dem Game kann. Und dann zu rechtfertigen, dass er hier die Noobs als Gegner bekommt. Genau das ist es, was ich mache. Komm schon, Bowler greift das. Oh nein, hätte das vertimt. Er hat es komplett gefehlt. Vielen Dank für die ganzen Spenden. Ich lese sie gleich vor. Er kann gerade, Max ist komplett down, psychisch. Meine Gegner sind einfach. So, jetzt kommt ein Elektromagier von ihm. Oh, war das schlecht. Wenn die Banditin dadurch. Ich spüre halt einfach Müll, ich krieg diesen letzten Damage nicht raus. Gut, danke, jetzt hat er mir verholfen. Oh scheiße, jetzt lass ich meinen Turm fallen. Das hätte aber auch wieder was. Bowler, drehst du ihn nochmal um? Und dann Holz. Nee, mein Turm fällt nicht. 30 Sekunden noch. Der hat eine Rakete dabei, geht ja gar nicht. Der hat noch eine Karte, nee. Oh mein Gott, das ist ein Kill-Tower auf, Alter. Komm schon. Oh, der spielt so schlecht. Das ist einfach eine Beleidigung. Och, Menno. 3 zu 0. Ein eindeutiges Game. Ein eindeutiges Game. Das ist so schlimm. Das ist einfach. Ah! Oh. Bin gerade mal was zu trinken holen. Ich nice. So viel hätte ich auch zweiter Madrid geworden, schreibt jemand. Ja. Ich weiß echt nicht, wie ich darauf gekommen bin. Also, jetzt langsam kann ich auch nicht mehr. Langsam kann ich nicht mehr gewinnen. Das klappt nicht. Ja. Ja, so Max, jetzt zeig mal. Ja, komm. Ich stehe schon wieder 3-0, was ist denn das für eine scheiß Challenge, Oh, ist Alter? Das krank. Eine Kron-Truhe, ey, das ist... Und du bist auch so am Anfang all-in gegangen und mich konnte der bestimmt... Ja, geil, Floppy. Wieso, was ist, ich hab's nicht gesehen. Geil, wirklich geil, wir hatten genau den gleichen Start. Du hast mit der Aktion seinen Turm bekommen. Und du? Ich guck's mir gerade nach Wiederholung an, nicht sagen. Oh, mega, Alter. Es ist so typisch. Es war 1:1 die gleiche Aktion. Er setzt den perfekten. Oh mein Gott, ich nippe hier noch ab. Ich stream nie wieder, wenn ich krank bin. Es wird einfach nicht belohnt. Ja. Ich habe einfach einen Puls von 200. Ja. Ja.
Alter, schon wieder eine Spende. Oh mein Gott. Alter, das war geil. Ja. Aber Schaden ist es auch nicht. Schaden wird anders geschrieben. Scheiße, Mann. Muss jetzt hier noch irgendwie im Zug reißen. Also gegen die Luftmaschine hast du ja wirklich... Luftmaschine? Einiges. Ja, Luftmaschine, ja. Oh, da war auch Timing gefehlt, das ist geil. Ja, bei mir lassen sie den Holzfäller connecten, ne? Bei dir nicht. Scheiße, jetzt sind alle auf einer Seite. Der hat so viel Damage gemacht. Also der Eisgolem-Kite, den fand ich irgendwie nicht so nice. Nee, der war auch völlig in die falsche Richtung. Oh mein Gott, nein, Mann. Ja, eine Kobold geklärt das noch. Komm wieder und sehe sowas. Dauerst ist doch herrlich. Ist doch einfach herrlich. Wieso ist das herrlich? Ich muss doch gewinnen gegen den blöden Flobby. Den blöden Flobby, der gemeine Bösewicht. Oh mein Gott, woher wusste er das? Oh mein Gott. Junge, der spielt total gut! Was ist denn dagegen, wenn ich fragen darf? Der Kite ist kein Kite. Das war auch kein Kite. Du machst die Fake Kites. Achso, okay. Alter, das war sogar gar nicht so schlecht. Ich weiß, ich bin echt gut, aber. Kommt halt nichts. Ich weiß, ich bin nicht gut. Alter, die Seppis, die sind gerade gar nicht so schlecht in der Situation gewesen. Ich kann nicht erklären, warum. Aber ich kann sagen, dass es war. Kannst du nicht erklären, warum, oder kannst du erklären, warum? Alter, der spielt ja einfach mal. Ich kann nicht erklären, warum, aber ich weiß, dass es so war. Jetzt kommt wieder ein ganz kranker Mega-Ritter. Oh, ne. Noch nicht, gut. Alter, wenn du das noch gewinnst, dann... Dann ist schlecht, dann ist wirklich gut. Hast du gewonnen. Alter, wie gut. Junge, das Feld ist ja übertrieben intens, Alter. Alter, warum spielt der so gut? Das ist halt echt heavy. Dieses Game ist richtig intens, Mann. Jetzt hast du verloren. Ich glaube, jetzt hast du echt ein Problem. Hast du schon länger, aber jetzt hast du ein dickes Problem. Alter, der Kite, Junge, nicht von schlechten Eltern. Junge! Nicht von schlechten Eltern, was du da gerade abziehst. Holy. Ja, wo hast du gerade die Flugmaschine hingeballert? Du hast die ja komplett. Alter, das Play. Du hast die Flugmaschine weggeboostet oder sowas. Das war richtig komisch. Er ist so auf den letzten. Junge. Auf den letzten Rohrpfeif, der. Wenn der Eisgolem Schaden das jetzt macht, ey. Der hat keinen Zauber. Wenn du das gewinnst, ey, dann echt. Respekt. Also Respekt. Also wenn du das noch gewinnst, dann hast du die Challenge gewonnen. Wenn du das gewinnst, hast du die Geräusche. Gewonnen. Die Soundeffekte finde ich besonders überzeugend. Soundeffekte? Ja, von Max. Nice, Big Spin. Oh, ich bin hier so am Leiden, ne? Oh Gott. Ich will auch gar nicht mehr jetzt so eigentlich. Wenn du das noch gewinnst, dann gewinnst du die Challenge, Max. Alter, die Valide, die Valide. Mach es dir in den Kopf. No wenn way. Du gewinnst, oh Gott, gewinnst du. Wenn knapp du das nicht noch. Gewinnst, gewinnst du nicht. Junge, der Gegner, ihr gebt euch hier permanent. Das ist wie so ein richtig knapper Boxkampf. Oh mein Gott. Was? Junge, du spielst gerade das Spiel deines Lebens, Alter. Grad, du spielst dir gerade um Kopf und Kragen. Ja, aber er tryhardet hier so. Ja. Er müsste nur eine Flugmaschine bringen und ich wäre gerickt. Gerickt? Jetzt bist du auch gerickt. Oh. Alter, laber doch nicht. Spiel deines Lebens, Mann. Was machst du da? Alter, ist das ein Struggle. Was machst du da? Junge, was machst du da, Max? Hör auf jetzt. Es ist so. Scheiße, die alles. Die Goblin Gang. Es kann auch nichts. Er hat alles, was er braucht. Halt's auf. Alter. Ey, Junge, du spielst gerade heftig. Ohne Witz, bei jedem einzelnen Sachen kommt, denke ich, der kommt durch. Max, du machst gerade aber echt nicht so schlechte Züge. Ja, das mache ich auch die ganze Zeit. Das ist richtig. Das ist aber einfach ein Struggle. Jetzt kommt hier wieder der Mega-Ritter auf Doom. Alter, wenn ich das mit Flobbys Gegner vergleiche, ich kotze einfach bis ins neue Jahr durch. Das Traurige ist halt, du hast Unentschieden gespielt, das hilft gar nicht, weil du hast direkt nochmal spielen. Oh mein Gott! Was?
Willst du noch auf die Klo das bitte? Oh, so eine Scheiße. Junge. Ich hasse die Challenge gegen Flobbys. Ich hasse. Ey, ey. Flobby, ich hasse dich. Ich hasse dich. Du kriegst 50 Free Wins und ich schwitze hier um mein Leben. Ich schwitze sowieso. Ich habe 2 Grad Fieber. Ich kotz. Und dann so ein Game, Mann. Ja. Oh, jetzt habe ich nicht verloren und nicht gewonnen und kann gleich ins nächste Game. Gleiches Deck oder neues? Stimmt. Ich würde sagen, du machst einfach nochmal mit dem gleichen Deck. Oh. Wieso mit dem gleichen Deck? Er muss ja jetzt. Ja, es ist alles das gleiche Deck, oder? Doch, sperr mal 4600 Trophäen der Gegner. Deiner kam wieder von 150 Trophäen. Ja. Gönn dir nächstes Game. Nächstes Game, gleiches Deck. Ja. Wenn du gewinnst, geht's weiter. Wenn du verlierst. Der ist auch ein Free Win. Der hat ja keinen Clan. Der ist verstoßen. Die Leute hassen ihn, weil er Scheiße spielt. Der ist ein Fieder. Der ist verstoßen. Das ist ein verstoßener Fieder. Der war zu schlecht für seinen Kleinen. Der konnte das Trophäenlevel nicht halten. Er hat YouTube im Namen. Nach Tiox YouTube. Ich bin gespannt. Ich habe auch bald auf YouTube tatsächlich die. Den nur noch 750, dann habe ich die 50.000. Das ist richtig. So. Heftig. Das ist echt sauber. Ja. Ja, schön ja. Geraged. Ja. Das ist halt schon wieder zum Heulen. Geil. Das ist zum Party machen. Also mit dem Spiel eben, was Max da gemacht hat, hat er eigentlich den Win verdient. Nee, ich finde, du hast mit deinem Game den Win verdient. Oh, diese Ironie. Ich kann nichts machen, 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 ich kann nichts machen. Oh Gott, ich glaube, ich muss mich übergeben. Du bist down. Mach's gut. Was war das gerade, Max? Was hast du da gerade erzählt? Ich glaube, ich muss mich übergeben. War gerade richtig cringy. Oh Gott. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Komm, ein Connect, eins. Ja, gut. Er failed. Das ist Spirit. Der Bowler wurde. Ja, komm, spiel den halt noch weiter hinten. Spiel den am besten hinter den Haupttower. Das ist gut. Ja, ja. Alter, die Banditen ist aber auch weit weg. Der rafft gar nichts, Mann. Sein Navi fehlprogrammiert. Ja, ich glaube eher, der will seine Truppen ein bisschen schlenken, weißt du? Ein bisschen mehr Laufwege. Ah, okay. Okay. Oh mein Gott, der Gegner. Was ist denn das für eine Taktik? So aber jetzt der King Tower an. Jetzt ist der King Tower an. So jetzt hab ich auch die Truppen. Er ist so schlecht, er ist so schlecht. Ist das mal wieder, ist das so eine schöne Abwechslung. Nehmt diesen Ultra-Tryhard von eben mal wieder sowas so Erfrischendes zu bekommen. So ein. Was tut der denn, Mann? Hilfe! Da musst du jetzt irgendwas connecten, Alter. Wofür setzt sich denn so viele Truppen ein? Ja, sehr schön. Komm schon, das kriegen wir nach hinten. Alter, meine Güte. Max, wollen wir noch bis morgen hier sitzen oder was? Die Challenge geht so scheiße lang. Jeder, der jetzt hier noch auf YouTube dabei ist, schreibt das in die Kommentare, Alter. Keiner guckt sich. Wie lange machen wir das schon? Das ist die erste 2-Stunden-Challenge oder sowas, ne? Der Skill von Max entfaltet. Also wirklich, wer das jetzt noch guckt, ne? Respekt. Alter. Ich werde es mir vielleicht angucken, aber nicht angucken. Also durchlaufen, aber nicht angucken. So. Was hat das für einen Sinn? Weiß ich nicht. Einfach YOLO-Jux. Einfach damit. Gewonnen, so glaube ich. Jetzt flieg doch mal scheiße raus. Ja, mach mal ein Deck, was schwierig ist jetzt hier. Ich spiele hier um mein Leben. Pass auf, als wenn ich getötet werde, wenn ich es nicht schaffe. Du darfst das Deck aussuchen. Du klickst durch und sagst. Wir drücken auf random Deck und dann geht's weiter. Du verlierst jetzt. Du musst einmal. Einmal musst du nur verlieren und dann nutze ich meine Chance. Wie stehen wir? Keine Ahnung, wir sind unbesiegbar außer Bixby. 9-2. Neues Deck in 3, 2, 1, go. Oh, ich hasse es. Ich habe jedes Game bisher mit den 3 Musketieren verloren. Oh nein, ich auch. Überhaupt nicht. Oh, das ist ein richtig beschissenes Deck. Wenn wir jetzt beide verlieren, geht's immer noch weiter. Ich kotze so krass. Ja, go. Go, kopiere, geht los. Morgen bin ich dann auch fertig. Der Friedhof ist hier drin. Oh, wir haben wieder den Dart Goblin, das gefällt mir. Hunter. Oh nee, Max, du hast eine Karte übersehen. Welche Karte habe ich übersehen?
Ja, eigentlich müsste es. Das ist dein Win. Das ist ein Klon, ja. Hm. Aber das mit den drei Musketieren, das cancelt sich komplett aus und zieht das Ganze ins Minus. Oh, das wusste ich nicht, sorry. Antonino? Hat er seinen Namen falsch geschrieben? Ja, könnte es sein. Antonino? Heißt das nicht Antonio? Ich weiß es nicht, Mann. Antonino, alles klar. Boah, ich dachte da kurzzeitig, dass ich meinen Gegner abcast. Das wäre echt. Wäre so die Prise des Tages gewesen. Prise des Tages. Nein. Schön, Floppy, schön, schön, schön. Ein Holzspiel. Oh, der das überlebte eine Elite, aber guck mal hier, ein Hit. Zweiter Hit. Dritter Hit, nur weil er das Holz überlebt hat. Geil. Kommen wir wieder die alternativen Plays. Ich dachte mir, ich mache heute einen kurzen Stream, obwohl ich krank bin. Auf einmal ist das hier ein 2-Stunden-Struggle. Alles connected. Hat der Hunter überhaupt einen Hit rausbekommen oder jetzt nur unnötig Schaden kassiert? Oh. Was ist das denn? Hat der Hals aber irgendwas geheilt? Ja, ein HP vom Hunter. Hä? Ein Hit? Zweiter Hit, das ist ein bisschen schade. Alter, ja, Rambok, den knackt er einfach auf. Jetzt one-shottet er jeden Barbar. Alter, Hunter ist so krank gegen Rambok, ne? Also, klar, Elektromagier und Eisgeist, die stunnen und freezen, aber er one-shottet einfach alles. Es gibt keine Rambok-Decks mehr, die in die Meta kommen. Ich hab gefailt. Ich hab übel hart gefailt. Ja. Nice Friedhofinger. Ich sehe, du hast viel gelernt. Scheiße, die Fledermäuse, die rasieren mich. Korrekt. Immer wenn du dich so freust, Schein, jetzt kommt das Karma auf dich zu. Ja. Was soll ich machen? Floppy freut sich immer und der kriegt nie die Karma-Klatsche. Zack. Zack. Junge, nein. Oh, nicht mit so welchen stumpfen, nicht mit so stumpfen Plays. Ich habe das jetzt jedes Game gemacht und habe immer das Game gewonnen, wenn ich das gemacht habe. Auch nicht. Mein Gott, er failed. Er ist jetzt auf einem ganz falschen Dampfer. Gott, er ganz failed. Falscher Dampfer, was er hier leistet. Lässt er alles durchkommen, glaube ich. Alter, die machen beide Flächenschaden. Aber die noch beide voll down. War gar nicht so schlecht. Das ist einfach alles down. Was macht denn jetzt? Nein! Was machst denn du jetzt, Alter? Das ist hier Not gegen Elend. Junge, was ist das für ein Friedhof? Hilfe! Das ist ja zum Heulen. Er hat auch einfach keinen direkten Zauber dabei. Wenn ich das verliere? Nö. Nein. Oh mein Gott, du kannst es verlieren. Komm schon. Der Floppy hat ein Holz, natürlich. Ach ja, stimmt. Hat ein Holz. Ja, dann muss er zwei Hölzer werfen. Junge, was, als ob du die noch hast. Gar nicht auf dem Schirm gehabt. Oh nee. Ja, komm ey. Nee, Hör mir auf, Mann. Es ist einfach ganz schlimm. Es ist einfach nur schlimm. Dach. Dach. Was ist das für ein Friedhof? Was denkt der? Was denkt der Gegner? Jetzt noch schon. Was denkt der Gegner? Ich kann nicht mehr, Floppy, Alter. Ich gebe auf. Okay, gut. Ich bin so verzweifelt. Ich stehe halt 10-2 in dieser Challenge. Spring ins Game, Alter. Kann man machen. Du hast hier so welche Gegner. Ich verliere mal erst im 6. Game. Ich stand eben auch 5-0. Jetzt stehe ich wieder 4-0. Geht nicht anders. Der hat wieder so einen Mega-Ritter dabei, Alter. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der hat Bowler, Executioner, Mega-Ritter, Fire Spirits. Und richtig Damage hier, Junge. Boots, noch einen dicken. Ja, komm. Ja, ist okay. Leute. Holz Projekt auf Goblin Gang. Ich weiß gar nicht, ob er einen dabei hat. Was? Das war ein guter Projekt. Ah, da Angst bekommen. Oh Gott, was habe ich denn dagegen? Was habe ich dagegen? Erstmal den ganz nach hinten. Was habe ich dagegen? Schwierig, schwierig, schwierig. Das habe ich dagegen. 1000. Oh, der Klonskip! What the fuck? Die hat überlebt! Kein Hit kriegt er raus, keinen nennenswerten. Alter, Leute, die Klonplays. Hast du gesehen, wie ich meine Nachthexe da ummanövriert habe? Bixman, sag doch mal was. Es war nicht schlecht. Bixman hat es gar nicht mitbekommen, er pennt noch. Es war nicht schlecht. Ich glaube, ich gebe dir gleich echt auf, Alter. Das ist echt so scheiße, Mann. Komm, noch nicht, noch nicht. Diese Challenge. Noch nicht, noch nicht. Ja! Ja, ohne Witz. Langsam. Langsam müsst ihr doch mal fertig werden.
Was freut sich, da keiner auf die Idee gekommen ist, irgendwie automatisch zu verlieren oder so, ne? Wie können sie das eigentlich noch 10.000 Live-Zuschauer antun? Immer noch. Ja, jetzt wird's halt, echt, jetzt wird's halt erst richtig spannend. Ja, jetzt wird's wirklich spannend, ne? Ja. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Weißt du, Flobby, du lackst dich hier durch und ich muss es hier mit Plays machen. Schön, 3 Crown. Ganz easy. Wunderbar. Ja, schöner Afghar-Gegner, ja. 3,5 Stunden geht das Ganze schon. WTF. Nee, geht noch nicht dran. 3 Stunden ungefähr. Ich hab die nächste Crown-Chest. 2,5. Mal komm, mach das nicht so deck. Also ich, wenn ich, jetzt musst du verlieren, weil ich... Ich habe letztes Mal auch bis 5-0, habe ich 5-0 gespielt und dann verliere ich. Deswegen neues Deck in 3, 4-0. 2, 1, go. Aber egal, dieses Spiel werde ich 100% gewinnen, danach. Kackdeck, 5.0, das ist der Tod. Ich sagte, ich gewinne. Alter, 5-0, warum haben wir heute 420 Euro Spenden? Das ist ja heftig, Leute. Streamst du morgen nochmal? Oder ist das jetzt heute der letzte Stream? Ich weiß es gar nicht. Ja, das ist doch richtig stark, das Deck. Junge, das Deck ist okay. Ist denn da richtig stark dran? Das Deck ist, ich schwöre dir, das Deck ist wirklich richtig gut. Oh Gott. Jetzt, das ist das jetzt Einzige, nur was nicht passieren darf, ist auch in die Luft, aber dann, was passiert denn? 420 Euro Spenden, meine Güte. Vielen, vielen Dank, lesen wir noch vor. Max, wir haben den Holzfäller im Deck. Lolfex ist dabei. Ja, Alex, sag mal, was geht ab? Alle fragen wegen Dreamhack. Ne? Wie sieht's aus? Fahr ich mit Hori und so mit? Oder läuft was über euch? Klar, du hast gerade frei, aber jetzt habe ich dich erwischt. Wenn du meinen Stream guckst, kannst du das auch klären. Okay. Kennt man den nicht? Ich spiele gegen Foxy im Clan Foxy. Also der ist sehr selbstverliebt, aber... Kennt man den nicht? Boah, dieser Megalod. Dreamhack ist Fick zurzeit. Was soll das heißen? Irgendwie fand ich den Miner echt stark. Wieso springt der denn? Nice, that's nice, nice, nice Jumper. Kann er den irgendwie... Oh, was? Ja? 1000 Schaden, weil er scheißt! Das ist so schlimm, der geht aber immer schlechter bei dir. Ja. Aber ich hab's dir gesagt, bis 5-0 wird nichts gehen, danach kann ich es verlieren. Jetzt kriegen wir hier so ein teures Deck, wo man keine Rotation und nichts hat. Und das ist der wird das auch durchlaufen lassen. Ja, oh mein Gott, Mann. Zuschauer, bitte, schreibt rein, wie rigged dieses Matchmaking ist. Das kann doch nicht sein. Ja, also irgendwie... Irgendwie ist das Matchmaking auf meiner Seite, habe ich das Gefühl. Irgendwie, sagt er. Nach 50 Freewills. Wie hast du das Gefühl? Das Matchmaking ist gar nicht so schlecht für mich. Boah, diese Miner. Die Miner sind schon stark. Die Narkonkarre wird auf jeden Fall in Blom kommen. Wie hast du sie genannt? Narkonkarre. Ja, ich wollte Kanonenkarre und hab Narkonen gesagt. Kommt heute noch Fortnite? Ja, wir wollten Fortnite schon vor einer Stunde starten, aber keine Ahnung, was Flobby hier für ein Matchmaking sich organisiert. Ist nicht organisiert. Ja, normalerweise hätte Max schon längst gewonnen, weil er einfach so gut spielt. Also. Ja, an die Zuschauer, snipe bitte Flobby. Tryhardet ja. Übel, baut ein Konterdeck. Also, ich habe wirklich kein Problem. Ihr seid, es ist die maximale Erlaubnis zu snipen jetzt. Selbst wenn der Clan heißt... Trimax Snipe. Du würdest dich auch snipen lassen als Flobby, ne? Ja, es wäre kein Problem. Es wäre alles gut. Bitte snipe mich, bitte. Hilf mir doch. Gibt es nicht so eine Seite, irgendwie so eine Sendung oder so? Hilf mir doch. Irgendwie so. Ja, ist durch. Jetzt stehe ich 5-0 wieder. Alter, diese Challenges sind zu einfach, Mann. Na, weißt du, was das Schöne ist? Eine Sache beruhigt mich immer wieder. Und? Big Spin, willst du sagen? Big Spin ist schon raus. Ich kann nicht mehr letzter werden. Wann ist der eigentlich rausgeflogen? Ich weiß auch nicht, er ist ganz am Anfang rausgeflogen. Der ist ganz am Anfang vom Video rausgeflogen. Das ist so beschränkt, ne? Das ist schön. Du bist echt seit 10 Games schon draußen. Ja. Du hast einfach den Endgegner bekommen. So, jetzt Konzentration. Ich brauche wieder eine Niete. Die 80er waren es, da ist Pixman raus. Da ist er uns verloren gegangen.
Jetzt einmal eine Niete. Ja, dann musst du ja nur dich selbst finden, dann hast du gewonnen. Oder Chef Strobel. So. Warte, einmal nichts gegen. Er hat keine Goblin-Gang. Oh, er lässt. Oh mein Gott! Oh lala. Ja, jetzt muss er links nur einen Rambo bringen, hat gewonnen oder so ein Scheiß. Ja, er hat gewonnen. Ja, ich kann jetzt machen. Ja, GG. Alter, well played. Alter, diese Challenges sind einfach zu einfach. Es ist unglaublich. Oh mein Gott, ich kann es nicht fassen, was das hier wieder war. Flobby setzt alles ein, kriegt einen Turm, ich setze alles ein, verliere einen Turm. Aber das war echt, also ich weiß nicht, wie das passiert. Ich habe einfach alles eingesetzt, der hat einen Bowler, setzt ihn auf die andere Seite. Und ja, scheiße, Alter. Beide Türme down. Oh mein Gott. Und dieses Deck ist auch noch so scheiße teuer. Und wieder ein Angebot, wenn du dieses Spiel noch gewinnst, dann hast du gewonnen. So ein scheiß Angebot. Das kannst du dir sonst wohin schieben. Das nehme ich nicht noch. Das nehme ich noch nicht mal an. Okay. Heißt, wenn du gewinnst, spielen wir weiter, oder wie? Okay, machen wir. Das nehme ich jetzt ernst. Na gut, du gewinnst eh nicht, oder? Was sagst du dazu? Was? Oh nee, ne? Gewinnt er noch? Oh mein Gott, no way. Mein Mega-Ritter steht. Was hat er denn für Karten? Was spielt der Typ? Was spielt der Typ? Ja, das war's. Mach's gut. Max sieht irgendwie nicht so gut aus, oder? Und noch Fledermäuse. Oh mein Gott. Das ist nicht auszuhalten. Das ist nicht in Worte zu fassen, was hier passiert. Zuschauer, was sagt ihr dazu? So, wer hätte verdient zu gewinnen? Schon Big Spin, oder? Schon der Gewinner der Herzen, oder? Das glaube ich. Ich kann es nicht glauben. Mit deiner Stimme hättest du echt schon was verdient. Das stimmt. Und dann immer diese Fledermäuse, wo wir nichts gegen haben. Oh, Batterie. Ich kann sie fassen, dass du mit diesen... Ja, wir streamen so lange, dass mein Computer sogar leer ist, ey. Das. Junge, 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 Junge. Dein Computer ist leer. Leer. Alter, ja, guck mal bitte, wie der mich fertig macht. Nicht den Hauch. Ah. Nicht den Hauch einer Chance. Ja, doch, hast du nicht verloren, ne? Der Eisgolem holt den Turm. Nee, doch nicht. Kann ich sagen, ne? Aber der Gegner ist einer der besten heute gewesen. Der spielt also richtig, als ob er ein Tryhard wäre, ne? Ja, also. Das ist... Man jetzt aufs Ergebnis, guck dir das mal an, der geht jetzt sogar noch auf den zweiten Turm. Oh mein Gott, oh mein Gott. Beste Bewegung. Ich kann es nicht fassen, Mann. Wo ist Chef Schrobe, wenn man ihn braucht? Der 0-3 am Anfang rausfliegt, dann noch irgendwie Big Spin rauskicken und gut ist. Und dann kommt hier so ein Flobby mit 85 Free Wins. Gut, du hast gewonnen. Stark gespielt. 11 zu 2, ja. Ich lasse dir die Legendary Kings Chest zukommen. Ist es notiert? Ich bin wirklich, ich hätte es, also nach diesem unentschieden Getryharde, ich hätte es mir gegönnt. Ich hätte es mir gegönnt. Ich dir auch, aber meine Gegner nicht. Alter. Aber jetzt mal No Joke, jetzt mal Real Talk. Meine Gegner waren alle scheiße. Ja, wieso musst du das jetzt noch so sagen? Das sagen wir seit 2,5 Stunden.